wunderschönen Dienstagabend oder wie wir früher gesagt haben, Happy Tuesday zum Live-Talk der Atlanta Falcons Germany hier auf YouTube und exklusiv in der Facebook-Gruppe bzw. auf unserer Facebook-Seite. Ich begrüße alle da draußen, auch die Nicht-Falcons-Fans, die sich hoffentlich mit einfinden werden und das als Ansage jetzt schon für die, die den Podcast hören, interaktiv sich beteiligen werden. Wir sind kein einfacher, normaler Podcast, sondern bei uns ist quasi der Zuschauer, der Zuhörer mittendrin und darf hier alles mehr oder weniger mitgestalten. Von daher freuen wir uns auf jeden, der hier reinkommt und was kommentiert, seine Fragen stellt und sich beteiligt. Aber bevor wir jetzt loslegen und gleich mal zeigen oder aufzeigen, welches Programm wir heute haben. Kurze Vorstellung der Jungs, die sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Aus Kiel, da ist er. Kevin, schön, dass du dabei bist. Moin, Leute. Dominik aus Wolfsburg, einmal durch Kiel hindurch quasi. Hi und schön, dass du dabei bist. Ja, Tag. Nico aus Epe ist mit dabei. Schön, dass du mit dabei bist. Nachmittag. Und der Chris aus Essen komplettiert unser Quintett heute. Schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Also, wie gesagt, wir sind hier eine interaktive Gemeinschaft. Deswegen, wenn ihr hier schon auf YouTube gerade mit dabei seid, dürft ihr gerne gleich mal ein Like auf unser auf unseren Livestream hier hauen. Ja, ihr dürft gerne auch ein Abo dalassen und vielleicht auch die Glocke betätigen, denn wir sind jetzt immer zweimal die Woche hier auf YouTube aktiv. Ja, was wir da noch vorhaben, werdet ihr nachher nochmal hören. Es gibt am Freitag auf jeden Fall noch einen schönen Talk. Aber gehen wir jetzt erstmal zum Programm. Wir werden zwei, drei kleine News aus der Community quasi präsentieren, gehen dann direkt in das Recap unseres Woche-2-Spiels gegen die Tampa Bay Buccaneers, werden dann uns kurz um unseren nächsten Gegner kümmern, die New York Giants. NFC South wird auch ein kurzes Thema sein und zum Schluss die Auer-Fragen. Nachdem wir letzte Woche rekordverdächtige 19 Auer-Fragen hatten, haben wir diesmal 10 Auer-Fragen bekommen, also zweitbeste Ergebnis, wenn man so will. Danke, danke dafür, dass ihr auf Instagram alle so fleißig gefragt habt. Die werden wir alle mit einbringen und alle mit Rat und Tat versuchen, hier zu beantworten. Aber gehen wir erstmal in die allgemeinen News. Kurz von mir nochmal ein Dankeschön an den Tobi von Mike's in Motion für den Talk letzte Woche über die Tampa Bay Buccaneers. Ihr findet unseren Preview-Talk da kann ich das einfach mal zeigen. Letztlich bei uns auch auf der Seite. Hier ist unsere Internetseite zu sehen. Ja, hier ist schön zu sehen auf der linken Seite der YouTube-Link, wenn man so möchte. Ja, hier habt ihr unsere komplette Seite, ja, atlantafalconsgermany.com. Da könnt ihr raufgehen, dann kommt ihr direkt auch darauf, falls ihr nochmal sehen wollt, was wir Nettes mit dem Tobias besprochen haben. War eine super Atmosphäre. Wir haben danach auch noch ein bisschen gequatscht. Ja, es gab viel, viel Feedback auch aus der Buccaneers-Community. Also danke nochmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, Tobi. Hat megamäßig viel Spaß gemacht. Des Weiteren, und da wird uns Kevin jetzt ein bisschen was zu erzählen, hatten wir auch wieder Fantasy-Wochenende. Wir haben gespielt gegen, hast du den Namen? Marky war das, glaube ich, ne? Rise up Marcy oder Marky, genau. Und wir haben, das ist noch nicht refreshed, verdammt. Das ist das Ergebnis gewesen, Verzeihung, entschuldigt bitte. Das war das Ergebnis vor dem Monday Night Game, aber jetzt Amateur, genau. Ja, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Tada, kriegen wir es hin? Da ist es. Kevin, erzähl. Ja. Ganz klarer Sieg hier. Wir brauchen nicht mal einen Quarterback, ja. Wide Receiver hat sich auch verletzt, brauchen wir auch gar nicht. Trotzdem gewonnen. Nee, war eine kappe Kiste. Also ich musste sagen, mir sind die Schweißperlen runtergelaufen, als ihr seht, dass Tour rausgegangen ist bei den Dolphins. dass natürlich der Rest unserer Truppe so gut performt, ja, da gehört ein bisschen Glück dazu, aber unterm Strich alles gut, haben ja den Sieg da geholt. Das zählt da jetzt auch für uns. Ja. Nächste Woche wird es natürlich wieder richtig knapp, weil Tour fällt wahrscheinlich aus, Landry fällt aus, Jacobs weiß man noch nicht, Jeudy ist immer noch raus. Also Derek Carr ist raus. Mostert. Mostert ist auch raus. Ja, Carr, questionable. Also es ist, wir sind ein bisschen banked up momentan. Das ist so. Aber guck dir unseren Kicker an, Kevin. Alles safe. Ja, also 22 Punkte mit einem Kicker ist schon pervers, oder? Der gute Graham Gano hat da einfach geliefert. Ja.
Ja. Dagegen Jason hoffen, dass Sanders nur 0. Oh Mann. Können wir hoffen, dass der Gute das jetzt auch gegen uns nur so macht. Keine Touchdowns, nur ein paar Fehlcalls. Ja, aber auch der Kicker ist was wert, sieht man hier immer wieder. Unterschätzte Position, sage ich die ganze Zeit. Unterschätzte Position sollte man unbedingt in Runde 3 sich holen, oder? Ja, Minimum. Hier. Also da kann man auch mal Runde 2 für gehen. Da kann man auch mal Runde 2 für gehen. Okay, wir gehen da nicht näher drauf ein und werden jetzt keine Interner hier verraten. Großartig, also hoffen wir mal auf die nächste Woche. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind, wie gesagt, bei 2-0 gerade. In der Liga 2. Wir haben 3 Ligen in der Falcons Germany Community. Wir sind in Liga 2. Das ist auch eine Dynasty League. Das heißt, wir könnten aufsteigen, oder? War das so? Sie. Okay. Ja, also wenn wir, was müssen wir kommen? Die ersten beiden Plätze, was war das? Weiß das noch einer, hat das noch einer im Kopf? Oder die ersten 4? Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Ja, aber wir müssen uns auf jeden Fall ranhalten, damit wir in die erste Liga aufsteigen. Warum wir auch immer jetzt in die zweite gekommen sind, aber ist ja auch ein bisschen Anspruch. Warum denn auch nicht? Gut, dann hat noch der Dominik uns was zu sagen, denn wir hatten auf Facebook Folgendes. Erzähl mal. Auch im Tippspiel sind wir 2-0 gegangen. Ah. Kevin hat knapp, aber er hat uns den Sieg geholt. Kevin könnte jetzt seinen Lieblingsspruch sagen. Einfach wichtig und richtig. Und mit dem Pferd. Pferd? Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber er hat auch schon von vornherein gesagt, die Ravens gewinnen gegen die Chiefs. Ja, da war das Ravens-Spiel von letzter Woche noch nicht mal durch gegen die Raiders. Da habe ich schon gesagt, da machen die easy gegen die Chiefs. Ah. Ist so gekommen. Ist so gekommen, ja. Easy müssen wir jetzt vielleicht noch rausdiskutieren, aber ja, die haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Also ich glaube, wir haben es ja auch mal in die Gruppe reingeschrieben. Ich weiß nicht, wenn Lamar Jackson 5% konstanter wäre, was das für ein geiler Quarterback wäre. Also die würden so rasieren, die Ravens. Ne? Auf jeden Fall, diese Woche geht's weiter. Eigentlich wollen wir ja 3-0 gehen, aber wir würden uns trotzdem über großartige Herausforderer freuen. Es gibt wie immer das Sticker-Set zu gewinnen und herauszufordern gilt es diesmal unseren Quarterback-Sneak Sascha aus Bremen. Jawohl, da ist er. Auch nochmal groß auf der Leinwand. Fans versus Team Live auf Facebook. Wann macht ihr nochmal das Live-Video, damit alle das wissen? Donnerstag 19 Uhr würden wir mit dem Community-Mitglied live gehen. Man darf aber auch mitmachen, wenn man nicht mit live gehen würde. Dann gehe ich mit Sascha live und ich lese dann vom Community-Mitglied die Tipps vor und Sascha gibt seine Tipps selber ab. Also wer sage ich mal, Manschetten hat, vielleicht vor die Kamera zu gehen, genau. Das ist überhaupt nicht schlimm. Von daher machen wir das auch so. Also traut euch, ja, schreibt uns an, wir haben eine Lösung oder wir haben Lösungen parat. Wir werden das definitiv euch jetzt nicht irgendwie präsentieren, wenn ihr das nicht unbedingt wollt und müsst. Wer da etwas schüchterner ist, überhaupt gar kein Thema. Ja. So. Außerdem, um noch einen kleinen Anreiz zu schaffen, mit Nico und Kevin haben wir jetzt unsere besten Männer schon in den Kampf geschickt. Ab jetzt wird es nur besser. Spätestens gegen Santolino könnt ihr dann die Sticker kriegen. Nein, ich werde da nicht mitmachen. Ja, das, ich bin außen vor. So, also kurz mal die werten Damen und Herren aus dem Kommentarbereich begrüßen. Jojojo, Grüße aus dem Westend. Der Jan ist wieder mit dabei. Ja, der Mert grüßt auch. Moin, moin. Aus Österreich gibt es von dem Alex Wurzer einen Hallo-Gruß. Ja, dann schreibt uns hier ein Facebook-User und jetzt wird das jemand aus der Gruppe sein. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann es leider nicht sehen. Ihr seid anonymisiert. Es gibt aber in dem Live-Video in der Beschreibung unten einen Link von StreamYards. Wenn ihr den anklickt und quasi unserem StreamYards-Programm erlaubt, dass sie eure Bilder benutzen dürfen, dann könnten wir uns euch auch sehen. Nur wenn ihr es wollt. Also nur, dass ihr wisst, ein Link ist dazu da. Da schreibt jemand krass, wie groß diese Gruppe mittlerweile ist. Vielen Dank an euch. Danke anonymerweise zurück. Grüße an Jens. Grüße an Jens. Gerade mal herausgefunden, kurz recherchieren. Jens Kretschmann? Nein, nein. Nein, okay, sorry. Ich weiß ja nicht, ob sein Name genannt werden sehen will oder nicht. Also okay, da hast du recht. Oh Gott. Okay, löschen wir hier. Aber derjenige möchte auf jeden Fall gerne mitmachen. Also von daher, ich denke, das ist, ach nee, das wissen wir ja nicht, ist ja wieder anonym hier. Ach, okay. Ja, mir schreiben. Mir schreiben über Facebook. Genau, einfach dem Dominik schreiben und dann passt das. Elias Wallender ist auch mit dabei. Servus zusammen. Der Neffe vom Dave
der heute nicht mit dabei sein kann. Also ja, danke, dass ihr dabei seid und zuhört, beziehungsweise interaktiv dabei seid. Freut uns sehr. So, gehen wir. Moment, stopp. Hier noch die Ansage, während Fatih hier auch nochmal grüßt. Berlin hat am Sonntag wieder eine Gamewatch-Party in der Wilma. Ja, ihr seid zumindest, also sowieso die Berliner und Brandenburger eingeladen, aber alle anderen auch, wer sich auf den Weg machen möchte. Ich bin ab 18 Uhr dort, ja, und hoffe auf rege Unterstützung von euch. Wir haben da unsere Ecke und werden es wieder genießen, so wie vor 2 Wochen mit Dominik und Dave zusammen, die extra aus Stuttgart und Wolfsburg gekommen sind. Ja, danke nochmal dafür. Von daher, wer sich auf den Weg machen will, ich bin auf jeden Fall da. Gucken wir uns das Spiel gegen die Giants zusammen an. Ansonsten ist vielleicht noch, aber da habe ich keine näheren Infos, möglicherweise Nürnberg auch dieses Wochenende mit dabei. Da ist auf jeden Fall dick was in Planung im Hintergrund. Warten wir mal ab, wo es demnächst weiter losgeht. Okay, so. Allgemeines mal jetzt zu unserem Game, was wir am Wochenende hatten. Wir durften spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers und ihr werdet es mitbekommen haben, alle da draußen, wir durften eine Niederlage hinnehmen. 25 zu 48 haben wir verloren. Ganz allgemein gesprochen sieht es ja jetzt erstmal ein bisschen wie eine Klatsche aus. War es denn letztlich eine Klatsche oder kann man diesem Ergebnis auch noch irgendwas Positives entnehmen? Kevin, erzähl uns doch mal bitte was dazu. Ja, um hier einen berühmten Fußballkommentator zu zitieren, das Spiel war achterbahnig. Ach echt? Ja. man kann schon sagen, das ist einfach sehr Höhen und Tiefen durch alle 4 Quarter quasi gegangen. Mal wieder. Fangen wir erstmal grundsätzlich das Negative, zu viele Turnover gemacht. Teilweise auch Pech, ja, okay, mit den Tipped Interceptions, da. Manchmal für einen, manchmal gegen einen, aber grundsätzlich zu viele Turnover. Play Calling, diesmal, um jetzt das Wort positiv zu kommen, fand ich deutlich besser. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Die Offense hat ja gut Punkte gemacht. Da müssen wir uns, durften wir zumindest dann 2. und 3. Quarter halt nicht verstecken. Und ja, wieder natürlich ganz, ganz viel Luft nach oben und gibt Raum für Verbesserungen. Pitts. Und Patterson kann ich nur noch mal hervorheben, so als 2 Spieler gerade in der Offense, die haben mir sehr gut gefallen. Und mal schauen, was nächste Woche in die Giants geht, aber das Spiel war auf jeden Fall nicht so schlecht, wie ich und denke mal viele andere das erwartet haben. Oder das Ergebnis vermuten lässt. Dominik? So eher, ja, genau. Ja. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die Tampa Bay bis zur Halbzeit bei 21 Punkten gehalten hat. Dann rauskam und 15 Punkte gemacht hat, wie der Ami sagen würde, unbeantwortet. Genau. Und wieder bis auf 3 Punkte rangekommen ist. Ich habe eine verbesserte Offense gesehen, wo noch immer nicht alles perfekt läuft, aber schon viel, viel besser als gegen die Eagles. Und diesen Schwung würde ich einfach gerne mitnehmen im Spiel gegen die Giants. Was man noch erwähnen muss, die Buccaneers hatten 2 Tage mehr Zeit, sich vorzubereiten, als wir uns auf die. Die hatten das Donnerstagsspiel. Und dasselbe passiert uns jetzt nochmal gegen die Giants, die auch letzte Woche das Donnerstagsspiel hatten und jetzt auch wieder 2 Tage mehr für die Vorbereitung haben. Aber ich blicke dem Ganzen trotzdem weiterhin mutig und fröhlich entgegen. Also du suchst aber nicht nach Ausreden jetzt schon, falls es nicht funktioniert. Never ever. Das ist keine Never Ausrede, finde ich, nur sollte man immer bedenken bei sowas. Ne? Okay. Und dazu halt, die hatten 2 Tage mehr und Heimspiel. Also die mussten nicht reisen noch. Und das Gras war grüner. Und außerdem. Nico, dein Eindruck vom Game. Wie hast du den Spieltag erlebt? Ich habe ehrlicherweise dich nicht direkt mitbekommen. Wo hast du dich rumgetrieben, beziehungsweise Social Media mäßig? Gab es Momente, wo du aus dich heraus musstest oder war es okay soweit? Ja. Kennt ihr dieses schöne Meme von der Katze, die einen Vietnam-Flashback bekommt? Nein. Aber so ungefähr habe ich mich gefühlt. Flashback an sehr dunkle Momente, wenn ich nur dieses Gesicht gesehen habe. Mal wieder leider genauso gekommen, wie erwartet. Was hast du denn erwartet? Was ich erwartet habe, ja.
dass wir gegen Tampa Bay nicht gewinnen können. So, ich spreche jetzt bewusst von Tampa Bay und nicht vom Quarterback. Ich war Sonntagabend hier ganz in Ruhe zu Hause auf dem Sofa, hab mit meinem Bruder parallel das Seahawks-Spiel laufen lassen und die Red Zone und hab einen schönen Footballabend erlebt, bis unser Spiel losging. Und dann habe ich mich natürlich richtig auf uns fokussiert und eingelassen. Man muss sagen, es war ein guter Kampf, finde ich. Unser Team hat Herzblut gezeigt irgendwo. Es ist in jedem Fall, in jedem Bereich ein Vorteil zu Week 1. Und man muss sagen, wir haben natürlich auch gegen zwei sehr, sehr gute Defense Lines gespielt und mit gegen den amtierenden Super Bowl Sieger. Wir haben mehr Punkte gegen die rausgeholt als Mahomes im Super Bowl Finale. Und mehr Punkte dagelassen. Ist auch nicht schlecht. Matt Ryan hat endlich seinen ersten Touchdown. Paar schöne Szenen gesehen, auf die wir gleich noch eingehen können, die mir sehr gut gefallen haben. Paar Überraschungsspieler, die muss ich auch Cordarrelle Patterson für mich nennen, der wirklich zu beeindrucken wusste in richtigen Momenten. Aber auch, ja, Sachen, wo ich mir denke, wenn ich mir die im Nachhinein nochmal angeschaut habe, was war da der Plan? Also vom Offensive Play Calling eher meistens. Viele Third-Down-Conversions. Conversion ist Conversion auf jeden Fall, aber ich sag mal, eine Offense, die nur über Third-Down-Conversions lebt, vielleicht muss ich da noch einiges mehr einspielen, das nehme ich daraus mit. Auf jeden Fall bin ich stolz darauf, dass wir nah rangekommen sind, aber die Feinheiten, Leute, die Feinheiten, und das hat man gesehen, und unser Special-Team, speziell unseren Panther, muss man an dieser Stelle jetzt einmal nennen, hat völlig versagt. Ich bin jetzt mal knallhart ehrlich, das geht nicht. Da kannst du jeden anderen aufstellen, der kickt genauso weit. Und ja, unsere Defense hat gut Druck gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Das nehme ich nochmal kurz für mich mit. Und unsere O-Line muss sich stark verbessern, immer noch. Immer noch, immer noch. Nehme ich auch ganz klar mit. Unsere O-Line ist und bleibt weiterhin ein Casus Knactus. So, Chris, ich gebe weiter. Erstmal muss ich den großen Meister abwarten, ob er nicht noch andere Pläne hat. Um Gottes Willen, großer Meister. Nein, nein, ich habe keine anderen Pläne. Bitte, Chris, erzähl. Ja, also eigentlich kann man es zusammenfassen unter Licht und Schatten. Zuerst ganz viel Schatten. Nach den ersten zwei Drives habe ich schon gedacht, okay, gut, kochst dir einen Tee, gehst zur Halbzeit vielleicht schlafen und wartest ab, wenn der Backup von Brady wieder drauf ist. Ja, dass es dann anders gekommen ist, Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Mit den, sag ich mal, guten Performances von Patterson und Pitts haben wir eigentlich noch einen ordentlichen Abend zusammengebracht. Und dieses Momentum, das wir hatten nach dem 25-28, wo wir dann in Ballbesitz waren, da hätte ich ganz unheimlich gerne noch eine Führung gehabt und dann mal abgewartet, wie Brady darauf reagieren würde. Aber leider, leider ist es dann halt nicht so gekommen. Bei der Two-Point-Conversion von Ryan musste ich kurz an Any Given Sunday denken, an jedem verdammten Sonntag, an den Film, wo der Dennis Quaid als Quarterback da in die Endzone läuft und furchtbar shaky wieder sich aufrappeln muss. Ja, war so ein Déjà-vu-Moment irgendwie. Ich habe nur gebetet, lass ihn bitte wieder vernünftig aufstehen. Mit dem Aufstehen haben nicht alle so viel Glück gehabt. Also ich sag mal, Terrell zum Beispiel, AJ, da muss man ja erstmal abwarten, ob es eine Gehirnerschütterung tatsächlich ist, ne? Oder ist sie schon verifiziert, weiß ich jetzt gar nicht. Glaube nicht. Also Smith nicht. Wollte sich nach dem Spiel noch nicht äußern, ich denke, das werden wir im Laufe der Woche zu gehören bekommen. Ja, das muss jetzt irgendwann, heute oder morgen wird es bekannt gegeben, ob er jetzt ins Protokoll kommt oder nicht. Ja, genau. Cleared wird, so lange werden sie sich jetzt nicht Zeit lassen. Wenn er ins Protokoll muss, dann sollte er schleunigst gehen, weil ich glaube, du musst mindestens 10 Tage drin bleiben, ja, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, er wird auf jeden Fall ein Spiel ausfallen. Schauen wir mal, aber da kommen wir auch nochmal drauf, was da passiert ist nachher. Ja, und ansonsten musste man die Fingers crossed halten, sage ich mal, ob ja jetzt Russell Gage immer mal am Ball war zwischendurch, wo du immer gedacht hast, hoffentlich wird das nichts Schlimmeres. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden aus dem Abend rausgegangen. Getippten Pässe am Ende, da kannst du halt nichts machen. Wir haben da halt diesmal eine miserable Quote erwischt von den Interception Returns und sowas passiert auch nicht jeden Tag.
Nee, sowas passiert nicht jeden Tag, definitiv nicht. Bleiben wir doch mal bei Matt Ryan letztlich und gehen wir mal die Offense jetzt mal so ein bisschen durch, weil ich finde auch, ihr habt jetzt Patterson und Pitts genannt, ich finde, man darf auch Matt Ryan nennen, obwohl es natürlich viele Stimmen gab, die gesagt haben, boah, der ist irgendwie, da ist kein Feuer drin, ja, der ist washed, der ist irgendwie, da passiert gar nichts, ja. Einfach mal, um die Stats mal kurz zu nennen für alle, die es einmal quasi hören möchten, ja, 35 angebrachte Pässe von 46 Versuchen für 300 exakt Yards, ja, 2 Touchdowns und leider halt auch diese 3 Interceptions, ja, wir können daher noch diskutieren, ob die ein oder andere nicht wirklich sein Fehler war oder er nichts für kann. Ja, da gibt es mit Sicherheit verschiedene Meinungen, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich persönlich fand, dass er, klar, die ersten ein, zwei Drives wirkte das so ein bisschen verschlafen, ja, so ein bisschen, oh, wir sind noch nicht richtig auf dem Platz. Aber mit der Zeit wurde das immer besser. Und wenn man so ein bisschen auch mal in den Zeitlupen gucken konnte, wie sich die O-Line gegenüber Wehr zum Beispiel, ja, dieses mega Nose-Tackling-Monster dort zu Wehr gesetzt hat, ja, indem sie ihn gedoppelt haben, hat das recht gut ausgesehen. Gerade auch, wenn man mitgekriegt hat, dass über die Seiten letztlich die Pocket zum Kollabieren kommt und mit Ryan genau das, was ich mir letztes Mal bei Philadelphia gewünscht habe, nämlich bleib doch nicht in der Pocket drin, geh doch bitte den Step nach vorne und geh dann raus, ja, das genau mit Ryan gemacht hat, ja, und ich fand das wirkte dynamisch in dem hohen Alter, wie man das bei Matt Ryan jetzt noch an Dynamik empfinden kann. Aber es wirkte deutlich besser als das, was letzte Woche gegen Philly gezeigt wurde. Also ich habe da einen Riesensprung, aber ich habe da einen riesen Progress gesehen bei Matt Ryan. Ja, und dann noch mal ein paar Zahlen, und da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf kommen, was das Play-Calling angeht. Wir haben tatsächlich ganz wenig mit Play-Action gespielt. Ja, also die Zahlen sagen, 23% der Plays waren nur Play-Action. Frage ich mich, ja, dieses Gut, was wir eigentlich haben bei Matt Ryan, ja, und was man, wo man eigentlich auch sagt, die Falcons spielen Play-Action so genial, ziemlich wenig, finde ich. Warum hat man das nicht häufiger eingesetzt? Ja, und wir haben 3% quasi noch an Screen-Pässen gespielt, die witzigerweise dann auch alle ankamen. Ja, also da haben wir eine gute Quote. Aber letztlich war das so die herausragenden Zahlen. Vorhin war es kurz angesprochen, ich glaube auch von dir, Kevin, bezüglich des Play-Calling. Siehst du da noch, also Bedarf? Würdest du dir da noch was anderes wünschen? Ja, Play-Action nur quasi zu einem Viertel ist nicht so doll, oder? Also gut, wir haben das, glaube ich, auch anders erwartet, dass Arthur Smith viel mehr damit arbeitet. Aber ich glaube, so vom Play-Calling her sah das eigentlich gut aus. Also im Coaches-Film konnte man auch sehen, dass die Receiver diesmal sogar frei waren. Weil Tampa Bay hat sehr, sehr viel Tampa-2-Coverage gespielt in der Zone. Und teilweise gerade Pitts war immer sehr, 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 sehr viel frei in der Mitte. Oder auch Ridley in der Crossing Route, aber manchmal hat Matt Ryan die einfach nicht gesehen oder vielleicht nicht ganz getraut, die anzuwerfen. Aber generell fand das Playcalling gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und Matt Ryan auf jeden Fall hat mir besser gefallen. Ja, es gab, lass mich lügen, eine Completion auf Hurst, weiß ich, wo er auf jeden Fall quasi rausgescrambled ist, einmal kurz. Das war richtig stark. Und gegen einen Blitz von Devin White, wo White unblocked zu ihm hinkommt, kurz mit der Hüfte wackelt und ist er weg gewesen. Ja. Das war sehr, sehr stark. Ansonsten, ja gut, der Pick 6, also diese reine Interception, das war halt einfach schwach von ihm. Da hätte er nie auf Gage werfen dürfen. In dem Moment ist natürlich, klar, ist leichter gesagt, wenn der Druck natürlich kommt. Die aber hat den Druck voll im Gesicht. Ja, also, aber der hat schon 13 Jahre gespielt in der Liga und das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass er so viel Druck gesehen hat. Und ich glaube, dass es bestimmt andere Quarterbacks gibt, die das besser gemacht hätten. Und das finde ich manchmal ein bisschen Unglück. Er hat so Momente, wo ich denke so, boah, richtig gut. Und dann denke ich mir wieder, warum wirft er das Ding so? Das Fatale an diesem Spielzug ist, wir haben jetzt leider kein Bewegtbild sowieso nicht, das dürfen wir ja nicht. Ja, und auch jetzt kein Foto dazu, weil das sonst die ganze Tab-Reihe hier gesprengt hätte wahrscheinlich. Aber Gage geht ja in Motion und bindet ja quasi, boah, hilf mir nochmal, wie hieß der Safety? War das der Safety? Braddard? Wie heißt der? Auf jeden Fall der Interception. War das nicht Edwards? Edwards war das, meine ich.
In dem Moment war ich Edwards. However, und das Spannende ist, du hast es angesprochen, Tampa spielt mit einer Cover 2, ja, und der Free Safety war es in dem Falle, glaube ich, der kommt runter und beißt auf Pitts, auf diesen kurzen Slant, den Pitts quasi reinläuft. Und Ridley auf der anderen Seite hat sich mehr oder weniger gelöst gehabt von seinem 1:1 Man-to-Man Cornerback, den er gespielt hat. Ja, sicherlich, der Druck war da, ja, aber der ganze hintere Freiraum war so schön frei. Natürlich, klar, es ist jetzt alles leicht zu sagen, aber dieser Pass auf die Motion von Gage, ja, super gelesen vom Safety. Klasse antizipiert, ja. Ja, und da. Man muss auch sagen, der Pass ging auch sehr arg in Gage Rücken und Gage war in der Vorwärtsbewegung. Und man muss nochmal sagen, die Buccaneers Defense ist mit die beste Defense des letzten Jahres gewesen. Top 3 Defense der NFL immer noch. Um Ryan noch mal ein bisschen Schutz zu nehmen. Ja, muss man einfach mit bedenken, finde ich noch. Das war einfach wahnsinnig gut antizipiert. Der Ball war nicht gut geworfen, natürlich auch mehr in den Rücken rein. Andere Optionen wären vielleicht noch frei gewesen. Es wurde ihm ja vorher noch mal, ich glaube, davor, ja, das muss irgendwie im zweiten Quarter gewesen sein oder im dritten Quarter, ich weiß es nicht mehr. Da hat ja auch Kyle Pitts, oh Mann, quasi den auch in so einer kurzen Slant-Route ja den Ball mehr oder weniger in den Rücken gespielt bekommen, wo auch diese beiden Linebacker sich ineinander gelaufen sind. Ja, da schrieb auch einer auf Twitter, das ist natürlich auch mal eine Frage der Perspektive. Guck mal, letztlich haben sich die Linebacker komplett gecrossed und der konnte dann den kurzen Sprint setzen. Auf der anderen Seite kann man auch so ein bisschen suffisant sagen, ey, wisst ihr was, der Junge hat eine Wingspan von umgerechnet 2,11 Meter. Ja, da kannst du den auch mal im Rücken spielen, dann kriegt er den wahrscheinlich den Ball auch ganz locker. Also Pitts hat in dem Moment wirklich sein Skillset ausgepackt, ja, und mit dem schönen Antritt, ich glaube, was waren das, 20 Yards, 27 Yards? Ja, es war ein deutlicher Raumgewinn. Gut, könnte man auch sagen, hat Matt Ryan da möglicherweise nicht richtig gespielt oder hat er gerade richtig gespielt? Da diskutieren jetzt alle drüber. Ich fand es letztlich okay, dass da so viel Raumgewinn draus geworden ist. Aber man kann sicherlich immer irgendwie was finden. Ja. Zweite Interception, wenn wir schon mal dabei sind. Schuldig oder nicht schuldig? Für alle Tipp-Passes, weiß nicht, also du kannst klar sagen, wie der den Receiver einfach, dieses Downstand, also sich fokussiert auf einen, aber bei einer Tipp-Interception würde ich nie so erstmal im Quarterback die Schuld geben, weil Brady hat auch einen Pass von ihm getippt. So, der Ball ging hoch und er, keine Ahnung, sieht halt, wo dabei ist und kann ihn noch so quasi vor sich auf den Boden kloppen. Ja, hätte auch anders laufen können. Also diese Tipp-Dinger sehe ich nicht so schlimm, weil letztendlich, das ist sehr viel Glück, wo der Ball hinfällt, das kannst du halt null beeinflussen. Wenn der halt in die Arme von einem Verteidiger fällt, ja gut. Hätte auch wieder in die Arme von uns fallen können, weiß ich nicht. Zu dem Zeitpunkt musst du ja auch das Risiko erhöhen, sag ich mal, und ja, suchst halt nach Optionen und dann steht er quasi direkt oder in anderthalb Meter Abstand von dir und hebt die Arme und dann wird der Winkel schon ganz blöd. Da kannst du eigentlich recht wenig dran machen. Das Ding war, Matty Ice hatte schon zum Wurf ausgeholt und auf einmal kam Hennessy, also der war direkt in seinem Gesicht und da war das Ding schon durch. Der hatte die Wurfbewegung schon ausgeführt, als Hennessy auf einmal vor ihm stand mit dem der Pass, schwer. Pass sollte, glaube ich, auch zu, ich glaube, das war Pitts, der vor ihm war, in der Mitte auch völlig frei, also eigentlich super, super gesehen von ihm. Aber auch da, der Druck, den der bekommen hat, den die Defense ausüben konnte in dem Moment, war sehr nah dran, war schon zu spät, also für mich kann er da nichts für. Nico nimmt Matt Ryan weiterhin in Schutz. Es zieht sich durch wie ein roter Faden mit dem roten Shirt heute, ähnlich wie ich heute in Rot. Viel in Rot. Schick habt ihr euch gemacht. Ja, also, die erste ist natürlich jetzt schwierig, weil die wirklich direkt in den Arm geworfen ist, was muss man sagen, weil die anderen beiden sind tippen und da gehe ich mit den anderen hier konformer, wenn sie sagen, getippte Bälle unberechenbar, wie die nach unten fallen nachher. Man muss auch mal Glück haben, dass man richtig mit den Armen hochreißt, wenn man Gegner gerade am Tackeln ist. Ne? Ist halt auch relativ viel Glück. Ich meine, andere Sache auch ist mit dem Fumble von Oluokun, den er erzwungen hat, ganz kurz nur. Ne? Ja gut, dann, dass Godwin auf einmal dann doch da war und den Ball halt rauskegeln kann, okay. Sowas ist genauso halt. Also ob du jetzt einen Tipp-Pass hast oder so ein Fumble, ja, manchmal geht er für dich, gegen dich. Würde ich jetzt also nicht hundertprozentig ihm eine Schuld geben. Das ist natürlich immer gefundenes Fressen für alle Leute, die ja sagen, Matt Ryan ist halt durch, wir sollen einen anderen Quarterback nehmen.
Da kann man ja nur sagen, man sieht ja, wie die Rookie-Quarterbacks spielen, wenn die keinen Supporting-Cast haben. Ich meine, Zach Wilson unterirdisch auf Fields überhaupt nicht gut. Ne? Ja. Und ihr glaubt doch nicht wirklich, dass das bei unserer O-Line oder auch mit unserer Offense, man muss ja ganz ehrlich sagen, unsere Waffen sind ja nicht mehr auf so einem richtig hohen Niveau aktuell. Zumindest wirkt es nicht so. Und ich glaube nicht, egal wen du da hinstellst, das wird nicht so viel besser, also ohne O-Line. Und deswegen Geduld. Ja, erstmal lasst auch Smith erstmal ankommen und erstmal die ersten 5 Spiele, sag ich mal, gibt ihm erstmal die Zeit, das alles zu etablieren. Und auch, auch der gute LaFleur, klar, der die Siege geholt bei den Packers 2019, aber das war richtig unterirdisch, was Rodgers da auch mit dem gemacht. Ja, ganz, ganz eklige Spiele. Und gibt ihm erstmal ein bisschen Zeit, bevor er gleich die Flinte ins Korn wirft. Das ist ja immer. Ich bin mir auch absolut sicher, dass wir das Playbook noch gar nicht so viel aus diesem Playbook gesehen haben. Man hat sofort schon den Unterschied zwischen Week 1 und jetzt der zweiten Woche gesehen. Das war ja schon von der Kreativität her schon viel besser. Und du musst gerade so in Spielern wie Kyle Pitts auch erstmal die Möglichkeit geben, komm erstmal an in die Liga. Mach erstmal ein paar einfache Catches, obwohl wir, wie vorhin schon gesagt haben, den schwierigen der ihn in den Rücken geworfen wurde, super gefangen hat. Aber der muss erstmal reinkommen in die Liga, gibt dem ein paar einfache Läufe, gar nicht so kompliziert. Und wir haben ja auch zum Beispiel ein geiles Call gesehen, wo unsere ganze O-Line links rausgerückt ist, Screen Pass auf Patterson und das Ding, das ging ja wirklich ab. Also ich glaube, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu im Laufe der Saison. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind über 20 neue Spieler da auf dem Feld oder neben dem Feld. Und sowas integrierst du nicht einfach so von einem auf den anderen Tag. Das ist ein Prozess, der wird lange dauern. Und Geduld ist die oberste Tugend im Moment bei den Fans und auch bei den Verantwortlichen. Du kannst wirklich nur langfristig denken. So, vergleichen wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz insgesamt die Werte. Mit Ryan hat 3 Interceptions, 3 Touchdowns. 2 von den Interceptions kann er relativ wenig für, finde ich. Am Ende, wenn man die abkürzen würde, eine Interception, die klar auf seine Kappe geht, irgendwo und immer noch 3 Touchdowns gegen eine super Defense. 2. Was will man mehr? Also für so ein neues Team, natürlich muss man auch sagen, wir hatten bei den Drives, die sehr erfolgreich waren, irgendwo viel Glück. Also wenn du so viele Third-Down-Conversions machen musst. Aber gut, da haben wir uns die letzten Jahre immer gut mit durchgewurstelt. Wir waren Third-Downs immer sehr effektiv. Ich finde, er hat ein super Spiel gemacht, als Spielmacher auch. Hat er definitiv, aber ich werfe jetzt mal eine Auerfrage hier rein. Ja, wir machen sie jetzt nicht gebündelt am Ende, weil die passt, weil sie ein bisschen provokativ ist. Ja, ich bin gespannt auf eure Reaktion. Sollten die Falcons tanken? Ja, Frage aus der Community. Oder haben sie noch Chancen, irgendwie in die Playoffs zu kommen? Es wird gefragt und es gibt eine ehrliche und sachliche Antwort natürlich von uns. Wie stehen wir zum Tanken? Also ich kann nur persönlich sagen, ich finde es Quatsch. Ja, ich glaube never ever, dass ein Team in sich komplett alle 53 plus die 15, glaube ich, im Practice Squad du dazu bekommst, Spiele absichtlich zu verlieren, um zu tanken. Von daher ist das immer wieder ein Thema, wann kommt das eigentlich? Die letzten Wochen kommt das eigentlich immer? Oder zweite Woche habe ich es noch nicht gehört. Ja, finde ich arg früh. Ist es denn gerechtfertigt nach diesem 0-2-Start? Ich meine, wir sind jetzt mit 4 Teams, glaube ich, bis jetzt noch ohne Sieg, oder? Sind es 4 Teams, 5 Teams? Sind da nicht noch mehr? Titans mit ihren Super Receivern so kurz davor gewesen, auch 0-2 zu gehen. Also wirklich. Ungefähr so kurz. Wirklich. Also tanken ist ja wohl mal absolut nicht drin. Sehe ich uns auch gar nicht in der Position. Und das kann in 3 Wochen stehen wir auf einmal 3-2 und dann möchte ich mal die Gesichter sehen. Also nicht die Chancen stehen jetzt nicht überhoch, aber es ist machbar. Wir spielen jetzt gegen die Giants, ist jetzt nicht die größte Hürde. Washington ohne Fitzmagic, Wundertüte würde ich sagen. Dann kommt das New York-Spiel, dann kommt das London-Spiel gegen New York. Das kann in jede Richtung jetzt auf einmal wieder kippen. Und wenn du am Ende 3-2 stehst, ja. Die meisten Begehrlichkeiten entstehen ja eigentlich daraus, dass du dir einen neuen Quarterback anlachen möchtest in der nächsten Saison. Also so ist der Gedankengang bei manchen halt. Aber letztlich... Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht auch bei vielen. Aber letztlich macht Tanken für mich überhaupt keinen Sinn. Das Das wird ja auch kein Spieler freiwillig das ist machen. entgegen der Philosophie erstmal der Verantwortlichen, denn die möchten gewinnen. Und wenn die 1 zu 16 sind am Ende der Saison, dann wollten sie immer noch jedes Spiel gewinnen. Und so möchte ich das auch weiter handhaben. Ihr könnt gerne mal Jan dazu fragen, was Tanken bedeutet und man den Browns ja das Ja, lange dann Zeit ja untermauert hat oder untergejubelt hat. Und er meint auch, und das sieht man in der Browns-Community so, ey, du willst nicht der Coach sein, der 0-16 gegangen ist. Ja, oder wie Hugh Jackson 1-31. Ja, Man kann es auch positiv formulieren. Er hat Erfahrung wie kein anderer bei uns. Definitiv, aber das willst du nicht sein, ja. Ich meine, der Hugh Jackson Day ist der 31. Januar, ja. Das ist deren 28-3, wer die Tellerrand-Folge gesehen hat. Ja, das willst du nicht haben. Ja, also ich glaube, das ist ja auszuschließen, dass jemand wirklich absichtlich und so Was hier tankt. heißt denn tanken für euch? Ja, verlieren, absichtlich verlieren. Verlieren? Ja, Also absichtlich verlieren. für mich heißt tanken, man muss tanken, wenn der Tank leer ist. Und nach 20 Kilometern und vielleicht zu 18 oder 170, die gefahren werden müssen, ist der Tank noch nicht leer. Also nein. Also nein. Genau. Also, Ja, wie gesagt. es gab, glaube ich, also es gab, glaube ich, letzte Saison ein Beispiel, wo das vielleicht der Fall war mit den Eagles. Letztes Spiel, wo die irgendwie, lass mich raten, die lagen nur 3 Punkte zurück gegen Footballteam, irgendwie noch 10 zu spielen. Was macht Peterson? Nimmt erstmal seinen Quarterback raus und nimmt Sudfeld rein. Da kann man natürlich schon sagen, ah, dass da mit rechten Dingen dazu geht, man weiß es nicht. War Ja, sehr und dann die subtil, Begründung, ja. man will ihm ein bisschen Spielpraxis geben. Ja, Es gab so eine ähnliche ne? Situation zwischen den Cardinals und San Francisco in 2011. War das 2011? Oder 2010, auch letzter Spieltag. Die Cardinals haben das abgeschenkt. Nach dem zweiten Quarter, glaube ich, San Francisco hat dadurch verloren. Es ging um den vierten und den sechsten Platz quasi im Draft. Und San Francisco ist, glaube ich, deswegen irgendwie an Julio Jones, also nicht an Julio Jones rangekommen. Ja, also das zum Beispiel wäre so in einem Spiel, wo man sagt, okay, aber jetzt eine Ja. ganze Saison abschenken, never ever. Können wir, glaube ich, Und abhaken. beim Also ich meine, aktuellen Tank-Wettbewerb, ja. Von der letzten Saison zwischen den Jets und den Jacksonville Jaguars ist es ja jetzt letztlich auch noch nicht raus, wer jetzt Ja. tatsächlich die Nase vorn hat mit Zach Wilson. Und jetzt hätte ich auch beinahe Lawrence Guck Taylor mal, gesagt, um den Gottes begegnen wir Willen. auch noch, ne? Also Trevor Lawrence. Ja, definitiv, definitiv. Jan schreibt ja auch lass den nochmal, du wirst immer Viertklumpen. damit in Verbindung gebracht. Ja, Ja, und das ist halt, das willst du nicht haben, diesen Makel willst du nicht haben. Reichen schon die anderen, die wir haben. Zu der Offense nochmal, wie sie sich einspielen muss, auch nochmal ein Beitrag hier von Jan. Bei den Browns hat es letztes Jahr 7 bis 8 Spiele gedauert, bis das neue System gegriffen hat. Also keine Panik. dachte, das lag an der Verletzung von OBJ. Na, ich glaube nicht, dass es an OBJ lag. Ich glaube nicht, dass es an OBJ lag. Servus von Daniel Hoffmanns, sei gegrüßt. Er schreibt auch gleich, Playoff geht oder ja, wird gehen. Also er ist auf jeden Fall mit dabei. Hi vom Danny. Danny Preuß, hi Leute. Und Kevin schreibt, aus Düsseldorf war diesmal aber auch Interception-Woche. Ja, also einige Interceptions gesehen. War Zach Wilson 4, glaube ich. Trevor Ja, Lawrence hat er nicht sogar 5 irgendwie gehabt? 3. Hat er Nee, sogar fünf vier. gehabt? Den Peterman hat er Vier? nicht gemacht. Ach, den Peterman. Ja, Böse. Winston. Das war ein Böse. Winston ist immer dabei. Ja, Ah, ja, also stimmt, ja. gab ein paar mehr. Gab definitiv ein Da paar Wilson, mehr. die Quote fand ich bei Wilson echt gut. Die ersten Die 12, waren gut. direkt Ach, 4 Interceptions. Burrow hat auch Oder drei untereinander, die ersten drei, ne? ja, der hat, Burrow hat auch 3 Interceptions hintereinander geworfen. Also das Lamar war böse. Jackson. Lamar Jackson hat Auch mit zwei zwei, ja. Interceptions angefangen und dann hat er ja auf einmal rasiert. Ne? Naja. Großartig. Ich lese noch mal ganz kurz den Elias hier vor, weil wir ja interaktiv bleiben wollen. Das hat er vorhin noch geschrieben gehabt. Bisschen jetzt außer der Reihe, aber ich will es aber noch mal der Vollständigkeit halber vorlesen. Im Gegensatz zum letzten Game haben wir auf jeden Fall was gezeigt und gezeigt, dass Offense sowie auch defensiv was geht. Besonders ab dem dritten Quarter sehr schöne Defense-Aktion. Leider ein paar Fehler passiert. Die Interception haben dann den Rest gegeben. Aber was man sagen muss, gegen Super Bowl-Gewinner haben wir stark dagegen gehalten, gezeigt, was wir können. Definitiv können wir auf jeden Ja. Fall so unterstreichen, nur noch mal als Ja. Zusammenfassung von vorhin. Man muss auch sagen, insgesamt natürlich sehr mutig. Also nur mal ganz kurz wollte ich ergänzen zu Matt Ryan's Two-Point-Conversion. Undenkbar ist in den letzten Jahren, dass er sowas macht, ne? Maddie So Wheels. schön reinspringen. Ist herrlich. Da gucke ich Salto mir auch à la gerne Lamar an. Jackson. Herrlich, herrlich, das sah gut aus. Ja, also Ja, er mutiges hat Playcalling in dem Sinne.
Er ist auch letzte Woche beim Philly Game ist er ja auch so reingedeift, ja, und hat versucht noch was rauszuholen. Also der gibt was, ja. Man muss aber so ein bisschen auch sagen, vorsichtig, ja. Wer das Spiel von den Browns vielleicht gesehen hat, ja, Baker Mayfield hat sich kurzzeitig die linke Schulter ausgekugelt. Ja, also ich habe sofort gesehen, es war nicht ganz klar, aber das Ding war draußen. Ja. Ah. Also Fantasy-Besitzer waren schockiert. Ob ich so ins Tackling reingehen muss und mir damit vielleicht meine Wurfschulter zerschieße. Also das muss ich dann nicht unbedingt haben, aber das ist ein anderes Thema. Mobile Quarterbacks, da haben wir es wieder. Immer wieder gut, Doug Prescott auch letztes Jahr, ne? Mit der Verletzung dann. Ja, wobei das vorsieht, man muss vorsichtig sein, ne? Ja, das war ja nicht mal richtig ihm geschuldet, glaube ich, das, was ich im Kopf hatte. Das war nicht nach dem Scramble, glaube ich. Nee, wie wir es egal. War Pocket. Ich glaube nicht, dass es in der Pocket war. Das war genauso wie Alex Smith ja damals auch mit seiner Verletzung. Das war auch. Aber das kann halt immer schnell passieren, wenn die außerhalb der Pocket laufen und so schön es auch anzusehen ist, ne? Ja. Ja, Lamar Jackson hat auch mit der Concussion und sowas. Tom Brady auch mal ein schönes Ding kassiert. Gegen die Bills damals, wo der Helm abgeflogen ist. Mein Lieblingsplay. Nein, egal. So, gehen wir kurz zu den Running Backs. Kurz mal über die Running Backs sprechen. Ich glaube, ich überspitze es nicht, aber wirklich zufrieden kann man mit den Running Backs so richtig nicht sein, so, oder? Ich weiß ja nicht. Also Patterson war ganz nice, aber wir holen mal die Zahlen raus. Wo haben wir sie denn? Hier Davis, 9 Carries für 38 Yards, Longest 8, Patterson 7 für 11 Yards. Das war's dann auch schon, ja. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Was sagen wir zu den Running Backs? Packen wir das alles unter, ja, wenn die O-Line so schlecht ist, ist kein Wunder, oder kriegen wir ein anderes Urteil? Ja, auch. Und also muss man ganz klar sagen, wenn du keine Wege frei geblockt kriegst, dann kannst du auch nicht hinter irgendwo langlaufen. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Bucks Run Defense, das war sie auch letzte Saison schon, das haben sie auch, hat Tobi auch gesagt im Podcast, das ist die Nummer 1, oder sagen wir auf jeden Fall mal Top 3. Ja, da kannst du nicht einfach sagen, so, ey, lauf mal da durch, das klappt schon, das geht nicht. Und letztendlich, wir hatten, glaube ich, 2-3 Runs, wo mal so ein Outside-Pitch, auch der Touchdown von Patterson war ja auch ein Pitch-Play, hat alles gut funktioniert. Und da würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie da 100 Yards machen wie gegen die Eagles. Also es ist in Ordnung, dass sie es versucht haben, irgendwo über einen Run, aber ich habe mir doch ja nicht viel erwartet gegen die Bucks. Das alles erstmal noch in Ordnung. Also wir haben die Runs gespielt, weil es gehört einfach mit dazu, nicht, dass es nachher irgendwie heißt, wir halt nur gepasst und dann bist du irgendwie predictable oder so. Ja, also von daher. Wenn man hier auf die andere Seite mal schaut bei den Buccaneers, da war der Laufangriff gegen uns deutlich erfolgreicher mit einem Leonard Fournette, der vielleicht auch seine besten Tage hinter sich hat. Natürlich ist es ein Top-Team, aber man muss überlegen, warum waren die Angriffe gegen uns erfolgreicher? Wir waren ja letztes Jahr auch immer erfolgreich in der Laufverteidigung eigentlich. Ich sehe das da auch irgendwo den Zusammenhang mit den tollen Dingern, die Brady geworfen hat. Weite Pässe in die Zone rein. Da bleibt natürlich auch ein bisschen mehr Platz dann, wenn die Defense sich mehr auf lange Dinge einstellt, wie irgendwo. Also ich finde, Fournette, der konnte ein paar Mal ordentlich Speed aufnehmen und dann schön in uns reinkrachen. Da hat er mindestens 8 Yards rausgeholt bei einigen Plays. Und die Möglichkeit hatten wir nicht so, muss ich auch sagen. Also Anlauf und dann durch. Das war beim Pitch-Touchdown zu Patterson ein bisschen der Fall, dass er mir ein bisschen Speed aufnehmen konnte. Aber sonst habe ich das gar nicht mal so irgendwo eine Chance gesehen. Also rein statistisch würde ich mal sagen, Leonard Fournette hat 11 Läufe gehabt für 52 Yards, Mike Davis 9 Läufe für 38 Yards. Das sind unterm Strich 4,7 gegen 4,2 im Schnitt. Das ist jetzt der Unterschied nicht so groß gewesen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, der Unterschied, der mir aufgefallen ist bei Mike Davis, ich vermisse ein bisschen die Explosivität. Da ist noch nicht so so der Output raus, wo du denkst, jetzt rast du zumindest mit Anlauf in die Gasse und bahnt sich so ein bisschen Weg, bricht den einen oder anderen Tackle, ist noch nicht der Fall. Vielleicht zu viel Muskelmasse aufgebaut, man weiß es nicht. Ja, Chris, das wäre jetzt genau mein Take gewesen, weil, nee, alles gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte es mich vielleicht gar nicht getraut zu sagen, aber bei Mike Davis auch ist mir zu viel Power Run, viel zu wenig, wirklich gucken, wo ist die Gap, ein bisschen verzögern und dann da durchlaufen. Interessanterweise habe ich auch ganz oft gesehen, vorhin noch,
dass wir im zweiten Level schon ganz oft O-Liner hatten, die vorgeblockt haben, aber wir kamen gar nicht über die erste Hürde rüber. Das war nichts. Das war einfach nichts. Ja, ich muss an dieser Stelle ganz kurz ergänzen, dass Fournette auch mit seinen Plays aber die First Downs geholt hat. Und die haben wir nicht geholt. Es ist zweiter und nur zwei und dritter und zwei und wir kriegen die First Downs nicht gerusht. Muss man auch ganz klar sagen. Einmal mit Raumverlust, dann mussten wir punten. Der Punt war eine Katastrophe. Ja, könnte man sich schon was erwarten. Aber wie gesagt, wenn du nicht die O-Line hast, die das vorblockt. Nein, oder die ist für mich auf jeden Fall, wie gesagt, Casus Knacktus. Da werden wir uns wahrscheinlich noch einige Mal im Kreis drehen. Aber wir können auch gleich noch mal, beziehungsweise gucken wir uns einmal noch mal kurz die Receiver an, bevor wir dann uns die O-Line angucken. Denn da gab es ja zumindest doch beachtliches, kann man so nennen, glaube ich. Beachtlich ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir haben auf jeden Fall Kyle Pitts mit den meisten Receiving Yards an diesem Wochenende. Ja, dieser 24, das waren die 24 Yards hier, wo er quasi in den Rücken geworfen wurde, was ich persönlich nicht so wirklich als Rücken sehe, weil wenn ein Junge so irgendwie 2,11 Meter Spannbreite hat, ist das definitiv nicht in den Rücken geworfen für mich. Aber Ridley mit den meisten Targets und 63 Yards, ein Touchdown. Receiving-technisch sah das ziemlich gut aus, oder? Also da kann man jetzt eigentlich nicht viel sagen. Klar, wir haben kein 100-Yard-Spiel, aber das wirkte doch alles solide, oder? Ja, erstmal, also ich finde gut, dass Smith und auch Ryan halt die variable Targets hat. Also sich nicht nur auf 3, 4 Fässe, sondern glaube ich 10 Stück mit einem Catch, wenn ich es richtig im Kopf hatte, auch gesehen habe. Und ja, was mir immer noch fehlt, ja, das sind tiefe Pässe. Er hat einen einzigen tiefen Pass versucht auf Ridley. Kann natürlich sagen, gut, okay, wenn kein Platz ist, kannst du auch nicht tief spielen. Aber es gab ja schon, das haben wir auch kurz angeschnitten, im Coaches-Film Situationen, wo er bestimmt 20, 25 Yard Räume hätte zwischen den beiden Deep Safeties der Bucks. Und woran das liegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob Ryan vielleicht auch selber unsicher einfach ist, weil er, ich glaube, wenn du in 3 Jahre dann hinter so einer O-Line spielst, die halt an sich eigentlich immer zerbricht, ob du es über so einen eigenen Count hast im Kopf, so, oh, gleich ist er schon da. 1, 2, oder ist wobei bei dem langen Ding, ja, da hat er eigentlich beinahe auch eine Interception gelandet, weil der Receiver musste erstmal warten. Und das ist eigentlich meist ein sehr bedenkliches Zeichen. Ja, den Ball, das hat man ja schon öfter von Ryan gesehen, also gerade auch noch mit Julio damals zusammen, dass diese Bälle unterworfen sind oder er wirft ihn einfach auch zu spät. Also wenn du ihn nach 4 Sekunden erst loswirfst und dann braucht der Ball nochmal 2 Sekunden, bis er überhaupt dahin ist, ja gut, okay. Dann hast du, sag mal, 6 Sekunden Zeit und ein Receiver läuft ja eine 4-4-40, sag ich mal. Und der muss ihn da schon 70 Jahre bald knallen, dass er so quasi in den Lauf kommt. Und 50 schafft er. 50 schafft er, also 70 wird er nicht mehr schaffen. Nee, das meine ich ja. Also selbst hätte Mahomes den jetzt rausgeworfen, dann wäre vielleicht noch 10 Jahre weitergekommen irgendwie so, aber ich glaube, das Timing-Problem oder vielleicht ist das erst sein dritter Read gewesen, dann gehst du an den ersten beiden durch und denkst, oh scheiße, hinten ist er ja und dann versuchst du es nochmal tief, aber ja, oder ist es vielleicht die Philosophie von Arthur Smith zu sagen, wir wollen nicht die unsicheren tiefen Pässe, bleibt safe, ja, 10 Yards, roundabout, da sind ja so die meisten Pässe hingekommen, ist es vielleicht das, ja, die Philosophie, wie man dieses Scheme quasi auslegt? Ist auch ein bisschen Mut, denke ich, mit dabei. Wir haben ja das erste 4-1 sind wir ja zum Beispiel gar nicht gegangen. Ich glaube, wäre er nur Offense-Coordinator, wäre er dafür gegangen. Aber es ist halt schon einfach was anderes, wenn du als Head Coach die Verantwortung trägst und sagst, hey, komm, wir gehen für 4-1 in der ersten Hälfte. Ist er danach gegangen? Ja. Danach ist er ja gegangen bei 4-2. Ja, bei 4-2, das war's, aber was ich einfach meinte, es fehlt vielleicht noch ein bisschen der Mut. Er muss sich auch erstmal in diese Rolle dieses Head Coaches irgendwie einfinden, dass er jetzt für alles verantwortlich ist. Ne? Klar, kannst du sagen, Offense Coordinator hat mir das gesagt, Defense Coordinator hat mir das gesagt, aber du bist letztendlich der Head Coach, du musst dahinter stehen. Ne? Und ich denke, es wird sich noch eingrooven und dann wird das auch mit den langen Pässen wieder. Du bist entspannt. Ich bin wirklich entspannt. Wir hatten eigentlich keine richtige Preseason mit den Startspielern. Das hatten wir ja letzte Woche schon. Und gib den Spielern mal 1, 2 Spiele jetzt, sich erstmal einzugrooven wieder. Na, vor allem die Rookies.
Das gab es auch bei irgendeinem anderen Team, wo die Preseason kritisiert wurde, weil kein Starter gespielt hat am Sonntag. Aber ich weiß nicht mehr, welches Team das war. Ja, generell, da war noch eins. Ja, ja generell würde ich sagen, müsste man das eigentlich tatsächlich tun. Bei der Menge der Neuverpflichtungen hätte man eigentlich auch die Starter mal ein bisschen spielen lassen sollen. Ich habe ja Verletzungsrisiko hin oder her. Ja. Ich habe ja geungt, dass die zum dritten Spiel ja spielen, weil ich auch davon ausgegangen bin, ey, das muss ja letztlich jetzt mal passieren, aber es sollte nicht sein. Ein bisschen Unverständnis. Natürlich muss man natürlich jetzt auch sagen, dass wir gegen Top 2 Defense Lines gespielt haben. Ist auch schwierig. Da muss man irgendwo mit bedenken und ich finde, wir haben uns gegen den Super Bowl-Sieger gut geschlagen und das Endergebnis spiegelte nicht unseren Kampfeswillen wider. Und vor allem nicht den Kampfeswillen unserer Defense. Kommen wir da auch mal drauf. Sowieso. Gehen wir kurz auf die O-Line. Zeigen wir mal ganz kurz auf. Ich zeige mal hier die Übersichtsliste der Aufstellung. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja, so ist es ein bisschen größer. Ja, für alle, die jetzt Podcast hören, ist jetzt quasi die O-Line von PFF, von den Grades zu sehen. McGarry mit einer 57,9 gegradet, Lindstrom, ja, sehr, sehr schick mit einer 78,3. Darunter kann man auch immer sehen, welchen Platz er quasi einnimmt unter den jetzt in dem Falle 69 Guards, die es in der Liga gibt, ja, den siebten Platz. Ja, ich glaube, er ist auch so gesehen unser bester Mann, was die Grades angeht, ja, mit diesem siebten Platz. Keith Smith im Übrigen, achter Platz, aber als Fullback, aber es gibt auch nur acht Fullbacks. Also von daher, das ist jetzt kein sonderliches Maß, nur mal so zwischendurch. Hennessy hat eine 57,4 bekommen, Mayfield, ja, eine 26,0, Matthews, unser Veteran Left Guard. Das sind, glaube ich, beide Spiele zusammengefasst. Das ist overall grade jetzt. Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen, danke für den Hinweis. Aber es zeigt letztlich, wo wir stehen, ja, und wie schlecht wir letztlich sind. Also wirklich, und das ist ja noch nicht mal Elite, aber wer halt wirklich heraussticht, ist halt Lindstrom und der Rest ist eigentlich unter ferner Liefen. Also Mayfield sticht auch raus. Der ist erstmal froh, dass er zwei Zahlen da stehen hat. Der hatte letzte Woche 1,4, man kann es hoffentlich hier sehen, in dem Bereich hier unten. Kann man das sehen, mein Cursor? Ich hoffe ja. Letzte Woche noch eine 1,4, dieses historische Grade. Ja, dieses Mal 31,8. Immerhin eine Steigerung von über 2000%, aber ist halt immer noch schlecht, leider. Ja. Also von daher, er kommt nicht so richtig raus. Er ist auch der schlechteste Guard in der Liga, ja, 69 von 69. Ja, Das ist immer noch keine Überraschung, es ist immer noch ein Rookie-Mann. Und Smith selber sagte, Arthur Smith im Postgame-Interview auch letzte Woche, wir lassen den jetzt erstmal drauf und geben ihm eine Chance zu entwickeln, geben ihm Zeit, sich zu entwickeln und Erfahrung zu sammeln. Ja, den Plan verfolgt er weiterhin aktiv, würde ich sagen. Man sollte es doch so sagen, wie es ist. Er muss ihm die Chance geben. Ja. Wir haben nicht viel Alternativen. Alternativlos. Sag das doch nicht. Ja, aber hackt nicht alle auf den Rookie rum. Ich weiß, Kevin sieht es diesmal anders, aber ich persönlich bin immer noch erschrocken über McGarry, wie schwach er ist. Beim Falcoholic habe ich heute gelesen, jemand auf Twitter, der hat über die 69 Grade, die er gekriegt hat, overall für das Spiel, gelacht und meinte nur irgendwie, da muss ein Tippfehler sein. Es ist nicht 69, sondern 6,9 wahrscheinlich 6,9, eigentlich. Ja. Oh, da musste ich auch lachen. Und ich bin echt enttäuscht, weil ich mir von der Saison ein bisschen mehr von McGarry erhofft hatte. Ja, die ganze Offense ist so ein bisschen unter ferner Liefen. Also wirklich herausstechen tut nur Lindstrom. Ja, der ganze Rest, selbst Patterson, der Swiss Army Knife mäßig da tolle Plays gemacht hat. Ja. Ja, die haben alle nicht so richtig gut ausgesehen. Ja. Patterson war dann da, wenn wir ihn brauchten letzten Spieltag. Das hat mir gereicht und das weiß er selber auch. Er hat in den Momenten geliefert, in denen er liefern musste. Einmal war er schon mal in der Endzone, wurde er zurückgepfiffen wegen einem Offensive Holding. Ich finde, er hat seinen Job gut gemacht als, ja, wie kann man das, Schweizer Taschenmesser, hast du ja gesagt, als kleiner Überraschungs-Sidekick für die Bucks-Defense. Super. Ist super, reicht nur leider nicht, um den Super Bowl-Champion zu kratzen. Ist klar. Zur O-Line nochmal. Ich denke einfach auch, dass uns im Moment eine klare Hierarchie fehlt. Das ist so die letzten Jahre gewesen. Mac war im Prinzip eigentlich immer sowas wie der Leistungsanführer, sag ich mal. Wir haben jetzt ein paar Jungs, die können das, also siehe Lindstrom. McGarry wird es
wahrscheinlich auch können, überhaupt keine Frage, und Hennessy auch, aber ne, da fehlt einfach noch so ein bisschen Kopf der Truppe. Vielleicht kommt sie jetzt durch die Practice-Time im Endeffekt. Wir haben keine andere Möglichkeit, jetzt musst du einfach spielen. Ja, und man muss ja auch sagen, und jetzt ist das die Run-Defense jetzt noch nicht wirklich gezeigt worden, aber es sah ja schon besser aus als letzte Woche, Mayfield. Ja, also das muss man ja festhalten und attestieren. Insgesamt ist der Pfeil, zumindest was die Offense angeht, zeigt auf jeden Fall nach oben. Ich glaube, da sind wir uns sicher, wenn auch nicht steil, aber zumindest geht's bergauf. Gehen wir auf die Defense rüber und sprechen da noch ein bisschen drüber, weil nämlich die Defense-Line auch interessanterweise, und jetzt müssen wir eine Sache ansprechen, wir haben es vorhin im Backend auch schon kurz gemacht, so ein bisschen heraussticht, und da gibt es nämlich auch Zahlen, nämlich dass die Pass-Rush-Gewinnquote in der Defense-Line letzte Woche unterirdisch komplett unter 10% alle geblieben. Ja, das heißt also von zehn Duellen, warte doch mal bitte. Ja, von 10 Duellen haben die also nicht mal eines gewonnen gehabt. Ja, und jetzt herausstechend Grady Jarrett, ja, von den 30 Snaps, die er da hatte, ja, auch eine Quote von 6,7%. Ja, boah, werden wir gleich nochmal drauf kommen. Dante Fowler, überragend dahingegen, ja, ähnliche Werte wie die Philly-Defense letzte Woche, 21,4% bei weniger Snaps, also deutlich. Ich habe diesen Moment irgendwie gefürchtet. Ja, hast du Dominik rastet aus. Ja, er rastet aus. Für alle, die nicht wissen, warum Dominik jetzt auf Fowler so rumrennt, ja, es gibt einige Artikel von Liebesbriefe, muss man sagen, von Dominik auf unserer Seite, was Dante Fowler angeht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Kommt. Tyler Davidson. Jetzt ist er raus. Tyler Davidson hat nicht ein Duell gewonnen. Oh, ja, von 21 Snaps hat er nicht ein einziges Duell gewonnen. Eine 0,0-prozentige Quote. Ja, und bei Steven Means immerhin doppelt so gut wie Jarrett bei weniger Snaps, 12,5%. Also das ist ein bisschen erschreckend, finde ich, dass wir in der D-Line nicht so wirklich punkten. Die Frage ist jetzt, und ich frage mal jetzt provokant, ja, weil das ist so gestellt worden, ich glaube von Dominik oder Kevin vorhin, hat Grady Jarrett keinen Bock mehr? Mhm. Nein, ich glaube schon, dass er Bock hat, aber ich kann dir sagen, woran das liegt, weil Grady Jarrett war die letzten 3 Jahre auf jeden Fall mit Abstand der beste Spieler bei uns und noch einer der Top 5, die Tackle in der Liga, und jetzt kriegt er, wie kommt er nicht richtig aus dem Pushen? Ja, okay, kannst wieder sagen, die beiden O-Lines, die wir gespielt haben, ist sehr schwer, ja, aber für einen Spieler auf seinem Niveau muss er einfach mehr kommen und als klarer Leader in der Defense. Und ja, je schlechter er spielt, desto verzichtbarer wird er für uns auch, weil der Gut hat auch nächstes Jahr ein Cap-Hit von über 20 Mille. Und ich meine, ich will das jetzt überhaupt nicht beschreien, aber wenn irgendein Team auf die Idee kommt, uns gute Picks dafür zu geben, wenn wir die traden würden, nicht die Leistung bringt, dann kann das auch sein, dass er weggeht. Auch wenn mir das tatsächlich wehtun würde, weil ich den auch persönlich sehr gerne mag. Weil er auch ja viel für die Community tut und so, das ist schon. Er ist der Sohn von Jesse Tuggle. Ja, für alle Falcons-Fans, die nach 2000 dazugekommen sind, Jesse Tuggle, die Linebacker-Legende, ja, bei den Falcons, The Hammer, ja, ein absolut geiler Spieler. Ich habe ihn sogar noch spielen sehen. Von daher, es ist der Sohn von Jesse Tuggle. Da ist also Hammerblut drin. Konnte er jetzt nicht ganz abrufen in den ersten 2 Spielen. Mhm. Und wir können auch hier sehen, gemeinhin mit 63,4 gegradet, also 48. von 116 D-Tackles. Das ist ja nicht so. Da stimmt aber auch die Formation nicht so wirklich. Man muss es so sehen, Jarrett hat oft Double-Teams gegen sich gesehen, ganz oft. Und klar, wir blitzen wirklich nur mit einem Vormann. Wir haben nur einen Vormann-Man-Rush immer. Ich bin da sehr enttäuscht auch bisher, weil Dean Pease ja eigentlich angekündigt hatte, wir blitzen aus allen Löchern. Ja. Und letztendlich sind es doch immer nur 4 Leute und bei 5 O-Linern gegebenenfalls noch ein Tight End gegen sich. Jarrett sieht immer Double Teams gegen sich. Und das hast du in den ersten beiden Spielen auch deutlich gemerkt. Ja.
Das ist natürlich ein Punkt, und weil du es gerade ansprichst, warum blitzen wir nicht? Wir haben ja Formationen, die danach aussehen, als wir blitzen würden. Ich will einfach mal eine Sache aufzeigen, die ich jetzt rausgesucht habe bei dem ersten Touchdown, den wir gefressen haben gegen Gronkowski. Das wäre in dem Falle dieses Bild. Ich habe leider keine Striche dazu gemacht, aber einfach mal, dass man sich mal die Defense anguckt, wie wir hier quasi stehen. Und zwar ist die gesamte Box, kann man sagen, die Box ist ja eigentlich hier der Bereich, aber der gesamte Bereich hier vorne ist komplett zugelassen. Auch mit den Linebackern, ja, also hier steht, hier unten gegenüber von Gronk steht Dion Jones, hier ist Olurkon zu sehen, und das Spannende ist, die zeigen das im Endeffekt nur und droppen dann nach hinten, ja, also das ist ungefähr eine Sekunde später, und man sieht jetzt hier die Linebacker, wie sie so einen Schirm aufbauen, Michael Walker noch nicht mal im Backpedaling, also normalerweise lernst du als Defense-Spieler im Backpedaling rückwärts zu laufen, die haben sich umgedreht und sind quasi mit den Receivern quasi mitgerannt, also mit dem Gesicht zum Goalpost. Ja. Und dabei ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem jetzt auch gerade beim ersten Touchdown hier entstanden, dass Dion Jones sich nicht so richtig um Gronk kümmern konnte, ja, und letztlich Harris als Safety hier so ein bisschen lost war, weil hier ist jetzt der Ball unterwegs, dieser braune Punkt, ja, und der spielt natürlich, und guckt euch mal dieses große Loch hier an, ja, er spielt jetzt hier perfekt hier rein, er hätte noch andere Anspielstationen gehabt, definitiv, da wäre noch wahrscheinlich Evans hier irgendwie kurz anzuspielen gewesen, ja, aber er macht es natürlich perfekt und spielt in eine riesen Lücke rein, ja, weil Terrell muss die Flat unten mit Fournette haben, ja, Dion Jones muss sich letztlich um die Crossing Route hier kümmern, ja, und Olurkon. Olurkon ist, glaube ich, der Spieler. Nee, bei Walker, ja. Und das ist Walker hier gewesen in der Hole, wie es so schön heißt. Ja. Aber man sieht auch gut hier Jared, gegen zwei Leute. Auch das Bild davor, also die Sekunde davor, er hat es immer gegen zwei Leute zu tun gehabt. Ja, das wird es natürlich erklären, und es war jetzt natürlich auch sehr provokant gefragt von mir. Ja, also bitte nicht ins Boxhorn jagen. Wahrscheinlich hat er mehr Bock als wir alle zusammen. Das war jetzt also das Play, was zum Touchdown führte. Dem ersten, genau. Genau. Und dann, das war hinten im Backfield zu sehen, war Harrison, und er musste dann 1-1 gegen Gronkowski dran, der eigentlich in die Endzone dann ist. Genau. Und ich finde, da muss man reingestolpert, ja. Da muss man ganz kurz sagen, unsere Tackles waren auch nicht besonders wieder. Naja, also, aber ein Safety gegen Tight End. Natürlich, natürlich. Also die Masse macht's, aber ich fand das Tackle trotzdem nicht gut gesetzt in dem Moment. Du bist die letzte Barriere vor der Endzone. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Einsatz gewünscht noch. Tacklings war nicht gut, also an sich muss ich immer sagen, so unsere Linebacker gefallen mir gar nicht. So gar nicht. Auch und bei den Rushings. Ja, ich habe ja vor der Saison auch im Preview geschrieben, dass ich eigentlich dachte, dass wäre das unsere stärkste Position Group, wo ich mir keine Sorgen machen soll. Und dann, also gerade Dion Jones bin ich mehr als enttäuscht, was seine Coverage angeht. Das ist teilweise, der wirkt so verloren. Und auch Olurkon. Es gab zwei, drei Plays, die joggen teilweise dahinterher, weil sie, ja gut, okay, wenn sie zugeteilt wird, dass sie in die Hookzone sollen und dann nur in diesem Bereich decken, ja, aber wenn du weißt, dass hinter dir eine Crossing Route läuft und das kriegst du ja normalerweise mit, ich weiß nicht, es wirkt manchmal irgendwie ein bisschen lahmarschig. Und Dion Jones war so bekannt für seine Coverage in den ersten drei Jahren vor seiner Fußverletzung, das lässt immer mehr nach. Und das ist auch ganz schwer. Und der verdient ja auch so viel Kohle, das darf man immer nicht vergessen. Das regt mich dann immer so auf, ne? Also gerade wenn die so dicke Verträge haben, dann kommt da nichts, ja, dann musst du halt überlegen, was du mit denen machst. Weil letztendlich glaube ich auch, dass vielleicht nur Olurkon damit irgendwo überfordert ist, vielleicht Vollzeit zu spielen, wechsel die nochmal mehr mit Walker durch. Ne, dass du vielleicht beide mal so ein Drittel, zwei Drittel hast oder so, mal nochmal ein Defensive Back mehr aufstellst. Also Olurkon und Jones haben durchgespielt. Die haben auf jeden Fall alle Snaps gemacht in der Defense. Und nur noch mal für diejenigen, die jetzt zuschauen, liebe Podcaster, sorry, wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt, aber nur noch mal zur Erklärung, was diese Hook-Zones und diese Curl-Zones und so weiter sind, von denen wir hier reden. Ja, hier vorne der Bereich, der wird gemeinhin als Flat genannt. Ja, die Hook-Zone ist ungefähr da, wo jetzt Dion Jones ist, dieser Bereich neben der Hash. Hier quasi die Curl-Zone, und dann geht's hinten in die Deep-Zone, wenn man so möchte. Ja, damit ihr so ungefähr wisst, worüber man redet. Das Hole in der Mitte, ja, auf dem Level der Linebacker, ungefähr, ja, Hook to Curl wird gerne auch gesagt, und hier vorne die Flat, ja, das meinte ich hier vorne auch, Terrell musste die Flat absichern gegen Fournette, ja, das ist quasi dieser Bereich, nur nochmal, dass ihr es gehört habt, Olurkon und Dion Jones komplett durchgespielt, ja, also
Ja. Zur Überforderung von Ulukin muss man auch sagen, der erste Touchdown. Ärgerlich, weil Tampa Bay es letzte Woche genau so gemacht hat, wie dort Gronk, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, gerade hatte ich es noch im Kopf. American Football. Blockt Ulukin kurz an und Ulukin beißt auch voll drauf und er sieht nur dann, dass Gronk weitergeht, gar nicht weiter blockt und man sieht ihn auch nur so, was passiert hier? Und viel zu spät ist er dann mit Gronk mitgegangen, Touchdown. Also dieses Anblocken, das war 1:1 derselbe Spielzug, wie ihn Tampa Bay letzte Woche schon gebracht hat. Dominik, ich finde, das haben wir bei beiden Gronk-Touchdowns. Bei dem anderen, wo die direkt vor der Endzone standen, läuft Gronk dann zwischen unsere Verteidiger recht schön durch. Keiner fühlt sich irgendwie so für ihn zuständig. Der zweite, ja, denke, stimmt. Der zweite Gronk meine ich auch what damit. What the hell is that, habe ich mir nur gedacht dabei, wirklich. Also völlig unbehelligt. Ich wollte mal kurz was zu den Tackles ergänzen. Und da fällt mir jetzt speziell auch wieder Fournette ein, muss ich sagen. Der hat ein paar Läufe gehabt. Da sind von uns die Defender, ich weiß gerade keinen Namen, kann ich gerade nicht nennen, die sind links und rechts vorbeigeflogen, also völlig deplatziert. Wurde nochmal, zum Beispiel, ja, auf jeden Fall, der hat da nochmal so gut Yards rausgeholt, wo der eigentlich viel eher hätte gestoppt werden müssen. Und das habe ich letzte Woche schon gedacht, als Hurts sich auf die Beine gemacht hat, links und rechts vorbei. Voll Anlauf, aber dafür links und rechts vorbei. Nicht gut gesetzt, ja. Ja, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich meinte natürlich den zweiten Gronk-Touchdown, ja, wo er Ulukin anblockt. Ich hätte sonst gedacht, ob er jetzt gerade in der Anfangs-Movement-Phase so ganz kurz einen Block in der O-Line gesetzt hat. Aber, ja, aber das machen Titans. Also das ist ja, ist ja part of the game, ja, damit du quasi auch genau das hervorrufst. Denn das Erste, was ein Linebacker machen muss, er muss immer gegen den Lauf quasi erstmal readen. Der erste Read ist immer, die ersten Steps sind immer quasi gegen den Lauf. Also du machst förmlich die ersten zwei Schritte nach vorne. So, und wenn du dann natürlich einen Titan hast, der zum Blocken ansetzt und zeigt, wir laufen jetzt, also übersetzt, ja, dann ist es super schwer, natürlich da dann quasi wieder rauszugehen, so, ja, also diese sogenannte Robot-Technik, ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt übersetzt ist, Run, ich krieg's gerade nicht zusammen, ja, dass du nach vorne gegen den Run gehst, dich nach hinten guckst, ob irgendeiner crossed und dann quasi in die Zone zurückdroppst, ja, das ist das Schwierige an dieser Hybrid-Situation für Linebacker. Deswegen habe ich es auch nie verstanden, wie man einen Vic Beasley plötzlich zu einem Outside-Linebacker machen kann. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, also klar, die haben alle irgendwie Football gespielt und kriegen das irgendwie hin, aber das ist nicht so leicht, wenn du halt die ganze Zeit immer nur am Durchrushen bist, so, ja. Deswegen super gemacht und die beiden sind ja auch ein Tandem, man hat es ja beim Dallas-Spiel gesehen, der hat ihm irgendwas zugerufen, Murphy, was war das, irgendein Stichwort, nur Gronk und Brady wussten, was Phase ist, ja, und Touchdown, ja, also das ist dann so die jahrelange Erfahrung der beiden, ja, deswegen hat Brady ja nicht ohne Grund gesagt, komm bitte zu Tampa oder hat wahrscheinlich befohlen. Was mir als Falcons-Fan der wehtut, ist es dann, dass es mal wieder genau uns trifft. Dann macht ihr noch zwei wieder gegen uns. Also du kriegst es wieder und wieder aufs Brot geschmiert, ne? Ja, hat es ja letzte Woche gegen Dallas genommen. Für diesen Spieltag ist es eigentlich so, dass mir eher Evans Sorgen gemacht hat, weil Evans ist einfach ein geiler Receiver. Dessen Lieblingsgegner. Hat Tobi noch gesagt im Podcast, ist ein typisches Evans-Spiel. Könnte mich richtig daran erinnern, als die Catches von Evans, habe ich gedacht, das hat der Junge doch noch am Freitag gesagt. Das waren aber auch immer, wenn AJ nicht bei ihm war, sondern wenn Moreau mit bei ihm war. Terrell hat linke auch Seite, ne? Ja. Gespielt, ja. Auch beide Touchdowns von Gronk auf der rechten, beide von Evans auf der linken und dann noch einmal Goodwin nach auf der rechten. Ich meinte mit dem aufs Brot spielen speziell Spiele gegen uns. Gerade übrigens. Ja, nicht allgemein. Ich glaube, Sonntag waren wir alle so, okay, aber letztlich, ja, es ist jetzt passiert. Er hat uns quasi mit 5 Touchdowns auch richtig, richtig runtergeputzt. Egal, viel wichtiger finde ich den Progress im Endeffekt zu sehen. Ja, und was ich auch viel, viel wichtiger fand, um jetzt mal so ein Top, also jetzt für mich persönlich rauszusuchen, wenn ich jetzt auf die Defense gucke. Unsere Secondary ist definitiv ausbaufähig, aber was Terrell, jetzt nicht vom Tackling her, aber von der Coverage zweimal geleistet hat bei seinen Pass-Deflection und zwar Flying. Superman.
Superman. Richtig, ja, richtig geil. Leider bei der zweiten ist er mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen. Und das ist ja Mahomes ja im Divisional gegen die Browns ja auch passiert. Dieser Boden ist verdammt hart. Ja, und da kannst du einen Helm aufhaben oder nicht. Ja, er ist ja mit Verdacht auf Concussion dann raus. Mhm. Wir wissen noch nicht, was es ist. Aber schade, dass er da nicht besser gelandet ist. Aber er hat alles gegeben, ja, und hat zweimal wirklich zumindest nicht einen Touchdown, aber Big Plays verhindert, phänomenales Auge gezeigt. Also der Junge ist genau da, glaube ich, wo wir ihn sehen wollen, im zweiten Jahr und in der Stufe höher jetzt, da besser zu werden. Also der Rest, die Safeties, ja. Chris hat den Finger oben. Ich wollte auch noch mal über unser Kicking-Team sprechen. Ich fand's schön zu sehen, wie viel Respekt Tampa Bay am Ende hatte und gar nicht erst mit normalen Kicks angefangen hat. Mhm. Mhm. Also das war schon schön zu sehen, dass wir da in den Special Teams doch mittlerweile Respekt erzeugen. War aber ärgerlich. Der letzte, den sie so komisch gekickt haben, der so über den Boden gerollt ist, der wurde ja richtig weit von Avery Williams zurückgetragen, leider durch eine Flagge wieder zurückgenommen. Das ist für mich auch mal ein positiver Aspekt, ganz klar. Definitiv. Es gab viele positive Aspekte und die werden wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen oder wir haben sie nicht unerwähnt gelassen. Allerdings, wie gesagt, um nochmal auf die Secondary zurückzukommen, die Frage für mich, wann sehen wir Richie Grant und Jalen Hawkins dauerhaft auf Safeties? Zweite Saisonhälfte? Ja. Deine Prediction ist ja eigentlich nicht aufgegangen, oder? Moreau erst in der zweiten Saisonhälfte auf. Ja gut, er ist jetzt schon da. Er ist jetzt schon da, okay. Gilt die dann als erfüllt? Das muss sie entscheiden. Das ist die Frage, ob er gesagt hat, spätestens. Ja. Ich glaube, es war spätestens. Also spätestens. Ist es erfüllt. Es ist erfüllt, okay, ist alles klar. Er war ja auch nicht so schlecht. Also die eine Interception ist ja halt durch die Finger geflutscht. Ja. Das weiß ich. Sträflich. Ja gut, gegen Evans ist er, das war scheiße gecovert, muss man ganz ehrlich sagen, bei dem Touchdown. Das war blöd, aber... Naja, ist er weggerutscht, aber die Interception war ärgerlich, die er nicht gefangen hat. Aber sonst, ja klar, neben Terrell ist das halt ausbaufähig. Mhm. Der Junge war wirklich gut. Ich will insgesamt zu unserer Defense mal nochmal anmerken, für mich ist es der bessere Teil unseres Teams gerade von allen dreien. Also trotz alledem, ich finde, die haben sich super gehalten. Die haben bis ins dritte Quarter gehalten, eigentlich. Haben viele Stops hingelegt gegen den Super Bowl-Sieger. Und ich finde, unsere Offense hat mehr Entwicklungspotenzial zu zeigen. Und ich denke, das wird einfacher sein, als wenn unsere Defense für mich jetzt persönlich, ne, schlechter aussehen würde. In dem Sinne, ich gebe dem Ganzen gerne noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und ich finde, da ist eine super Entwicklung von Woche 1 zu 2 gewesen. Wir hätten noch mehr Punkte kassieren können. Also ich bin fest davon ausgegangen, wir gehen mit sang- und klanglos unter. Naja, ja, du hast nicht ganz Unrecht. Das Problem ist einfach, dass unsere Defense zu wenig Pausen kriegt. Ja, du sagst es. Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf vorhin schon. Ne? Also wenn die Offense nach dem Free-and-out wieder unten ist, dann ist die Defense wieder nach vorne und muss gegen eine Top-Offense abliefern. Das machen die nicht mit, wenn du die ganze Zeit auf dem Feld stehen hast. Irgendwann ist Feierabend. Also, Moment. Also, irgendwann ist Feierabend. Also, das sind austrainierte Jungs. Ja, das sind Kampfmaschinen. Punkt 1. Punkt 2, ich kann mich erinnern, Kevin hat geschrieben, ziemlich am Anfang, ist die Defense nachher wieder müde. Die ist meiner Meinung nach, korrigiert mich gerne, aber meiner Meinung nach ist die Defense erst im dritten, vierten Quarter richtig gut geworden. Ja, also da kamen die schönen Stops und die schönen Aktionen hin. Ja, also Anfang, vierte. Die haben sich eingegroovt und sind dann richtig auf Temperatur gekommen und konnten, beziehungsweise den Peace Adjustments konnten viel, viel besser, besser beißen. Also, ihr habt recht und die sind zu viel auf dem Platz. Ich weiß gar nicht, wie viel Time of Possession hatten wir denn eigentlich oder hatte denn Tampa? Ja, ich versuche mal nachzugucken. Versuch mal bitte nachzugucken, sonst gucke ich gleich mal nach. Ich weiß, dass am Anfang in der ersten Hälfte war es ausgeglichen. Das hat mich noch gewundert. Die waren einfach deutlich effektiver. Ja, also, gut, die haben ja gleich ne, die Touchdowns gemacht. Das hatte ich auch dann geschrieben. Also mir ging es ja darum, dass wenn wir schnell vom Platz gehen, unsere Defense zu lange drauf ist, dann ist das klar irgendwann. Ja. Dann halten die nicht. Aber wie du ja auch sagst, klar, die grooven sich nachher ein, weil ich glaube, Time of Possession war nicht unterschiedlich. Die Eagles hat, glaube ich, doppelt so viel Zeit wie wir im ersten Spiel und dann ist das klar. Irgendwann
geht ihr halt, glaube ich, echt die Puste aus, auch wenn das natürlich eigentlich sein kann, also sein sollte, aber es ist ja oft so, Time of Possession Battle gewonnen, da hast du eigentlich schon das Spiel zu 90% drin. Ja, und aber müsste relativ ausgeglichen sein. Es ist ausgeglichen. 33-26. Wir hatten 33 Minuten in der Offense den Ball in der Hand. Also wir waren eigentlich sogar länger im Ballbesitz. Steht das hier bei, was steht bei dir? Was hast du raus? 33-26. 33-31 zu 26-29 für die Bucks. Also ich habe es ein bisschen anders hier stehen. Ich habe 31-47 für die Buccaneers und 28-13 für die... Entschuldigung. Ja. ESPN hat mir ein falsches Spiel angezeigt. Entschuldigung. Ja, du musst ja, musst wieder 60 Minuten kommen, ne? Der Computer ist wieder schuld. Na klar. Jutz, aber auch das. Also lass ich nicht gelten, das Argument. Ja, sorry. Also die trainieren den ganzen Tag, die sind austrainiert. Ja, die ernähren sich gut, hoffentlich. Ja, die kriegen ihre Wasserpausen, ja, auch mal ein feuchtes Tuch, ja, für die Stirn, ja, alles gut, ja. So, abschließend noch zu unseren Jungs, zu dem Recap, gibt's da noch was? Fowler kommt. Was hat Kevin gesagt? Ich habe gesagt Kopf hoch, Dominik. Fowler kommt. Oh, herrlich. Ja, na gut, okay. Ich vertraue dir gegen die Giants O-Line. Das ist jetzt nämlich das nächste Thema. Wir spielen gegen die Giants. Ja. Und da jetzt erstmal die Ansage. Ich habe leider noch kein Bild fertig, aber heute auf Instagram kam schon mal das Save the Date. Ja, diesen Freitag um 16.30 Uhr darf ich Emil von den Big Blue Germany, den quasi offiziellen Fanclub e.V. der Giants-Fans, hier in Deutschland begrüßen. Wir haben schon vorletzte Woche geschnackt und alles vorbereitet. Freue mich riesig. Das wird ein richtig schöner, spaßiger, aber auch sehr interessanter Talk werden. Von daher schaltet definitiv ein. Ja, und in diesem Sinne auch gleich mal die Glocke hier bei uns auf YouTube betätigen und sowieso ein Abo dalassen und die Likes eh. Aber das wird ein schöner Talk. Da werden wir eine ganze Menge über die Giants hören. Ja, es lässt sich auf jeden Fall festhalten und das können wir hier einmal zeigen bei den PFF Grades, dass wir auf einen Quarterback treffen. Ja, hier oben ist er, der gar nicht so schlecht scheint, wie er vielleicht von vielen geredet wird mit Daniel Jones. Ja, sechster von 34 Quarterbacks. Ja, der ist auf jeden Fall mit einem viel besseren Grade ausgestattet, was Offense und die Passlastigkeit angeht. Also von daher schauen wir mal. Die haben knapp gegen das Washington Football Team verloren. Ah, es ist noch drin bei mir, sorry. Und von daher, aber warten wir mal ab, was der Emil uns zu sagen hat, wo er so ein bisschen die Schwachstellen sieht oder vielleicht auch nicht. Insgesamt kann man festhalten, Kevin hat das vorhin oder ich glaube auch Dominik gesagt im Backend, insgesamt ähnliche Strukturprobleme wie die Falcons im Endeffekt, oder? Ja, katastrophale O-Line. Ja. Seit Jahren. Ja, okay. Und ja, also man muss ja ganz ehrlich sagen, eigentlich die Defense, zumindest letztes Jahr das Prunkstück. Und was passiert in dieser Saison? Oh, also ganz, ganz fürchterlich. Ich glaube, der Emil ist es auch, der für Social Media zuständig ist. Er hat ein witziges Twitter-Bild gepostet. Ihr kennt ja alle das mit Spider-Man, ja, wo quasi der eine auf den anderen zeigt. Mhm. Ja, und seit 2015 ja, sind die Giants auf 0-2, also starten mit einer 0-2, so wie auch dieses Jahr. Und da siehst du quasi reihum diese Spider-Mans und alle zeigen quasi 15, 16, 17, alle mit 0-2. Also die machen auch gerade was durch, haben auch die Thematik mit ihrem Quarterback. Ja, im Übrigen, Eli Mannings Trikot wird retired in der Halbzeitpause unseres Spiels dann im MetLife Stadium in New York. Wir spielen ja auswärts. Schon wieder on the road. Schon wieder on the road. Ist so. Ja, kann man nichts machen dafür dann gegen Washington zu Hause die Woche drauf. Also, zu Hause sind wir auch relativ schwach. Also Atlanta United spielt gerade besser. Ich habe den Meme heute gesehen, das schöne Bild war gestern schon. This is our Stadium Now mit Atlanta United. Und die spielen ja auch gerade geilen Fußball, ganz nebenbei. Muss man sagen. Haben auch schon einmal die Major League Soccer gewonnen. Ja, richtig. Also Arthur Blank hat schon seinen Titel mit seinem Team also vielleicht, schon mal gekriegt. Vielleicht sind wir on the road etwas erfolgreicher, aber man muss doch hoffen.
Wir kommen meistens so 15. Woche on the road, wenn keiner davon ausgeht, wie gegen San Francisco damals. Der Late Win mit Julio Jones, Zentimeter, Millimeter Touchdown und knapp Kansas City fast geschlagen letztes Jahr. Also da sind wir stark, aber gut. Dafür war Julio dieses Wochenende einen halben Meter draußen im Fuß. Also von daher. Mindestens halber Meter, oder? Das war eindeutig. Also es war mega eindeutig. Ich habe das sofort gesehen. Ich dachte, wir reden nicht über die Ex. Ja, wir reden auch nicht über die Ex. Nur wenn die Ex stolpert, dann gerne. Also, oder den Dicken bei der Zeltdisco abschleppt. Ja, ist ja auch leider egal, hat die Ex nicht nur den Dicken bei der Zeltdisco abgeschleppt, sondern auch die Seahawks geschlagen. Ja, Julia Jones hat ziemlich gut performt eigentlich, ne? Ja. So. Mal gucken, wann der Hamstring kommt. Bin mal gespannt. Ja, wir wünschen keinem Verletzung, um Gottes Willen. Das nicht. Das nicht. Nein, aber es ist eine erwartbare Prediction. Komm es mal. Ja. Nein, das machen wir nicht. Aber ja, Giants nächste Woche. Ich habe Bock drauf. Ich glaube, dass das Gefühl ist hier vor Philadelphia, wir könnten das gewinnen. Ja, wir müssen halt aufpassen. Nicht, wie Philadelphia ist. Ja, wir müssen halt aufpassen. Wir haben es vorhin auch im Backend einmal gesagt. Bei Daniel Jones unterschätzt man halt oft, er ist gar kein so schlechter Runner. Ja. Und wir hatten gegen Philadelphia schon mit den QBs bei wirklich, wirkliche Probleme, wo wir falsch gebissen haben. Und das muss tunlichst diesmal verhindert werden. Gerade Dion Jones, ne, muss da will ich wieder einen Schritt nach vorne machen langsam. Also wenn Sie sich das Philly-Game angucken und sehen, was Hurts da quasi an designten Laufplays für den Quarterback gemacht hat, dann wird es schwer. Mhm. Dann wird es wirklich schwer. Und er kann laufen, also definitiv. Ja. Oft unterschätzt bei ihm. Schauen wir mal. Auch wenn er mal stolpert. Aber wenn wir einen positiven Akzent setzen wollen, auch für den Rest der Saison und für Selbstvertrauen, wäre ein Sieg in Big Apple sehr wichtig jetzt. Wäre immer, aber man dürfte auch nicht traurig sein, wenn wir auch das verlieren in der Progress-Phase, die wir sind. Ja, also die haben sich gut gegen das Washington Football Team geschlagen und ich finde, Washington hat eigentlich ein geileres Team als wir gerade. Haben sie auch. Wie bitte? Ich bin auch enttäuscht vom Football Team. Was? Ich habe gedacht, das Footballteam gewinnt die Division. Was passiert? Na Moment, was? Ja, aber eigentlich. Alte Woche. Der ist kein Fitzmagic. Wir haben ihren Quarterback auch nicht so gut. So, Jungs. Also am Freitag kommt in den Talk rein, bombardiert den Emil mit Fragen. Wir werden auch die Auer-Fragen wieder rausschießen. Definitiv haut den Frage-Button auf Instagram voll und seid interaktiv. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Gehen wir kurz in die South und berichten ganz kurz, wie unsere Nachbarn gespielt haben, weil ich glaube, viel mehr ist eigentlich nicht zu sagen, außer Kevin bei den Saints, dass die Saints mit wie vielen Trainern auf der Covid-Liste nicht anreisen durften, 7 oder 8, glaube ich. Ich glaube, 6, alle in der Offense. Alles Assistant Coaches waren das aber. Okay, also da gab es auf jeden Fall ein Problem. Hat das was ausgemacht gegen die Panthers? Nö. Heißt, also, wir haben gewonnen. Wir können natürlich aufs Ergebnis gucken und sagen, ja, das hat was ausgemacht. Ja, aber deswegen frage ich ja. Nein, glaube ich nicht. Die Panthers, sag das die ganze Zeit, die sagt man, ich unterschätzen. Ja, ich sag das auch. Gerade diese Jungen. Ja, wir haben es alle gesagt. Ja, die sind brutal gut, ey. Und Winston, ich habe das ja bei Carsten im Talk gesagt, ja, diese 30 Interceptions, die kriegst du nicht raus. Auch wenn du schon Payton geholt hast, die kriegst du nicht raus. Wobei, wenn du das Spiel gesehen hast, also beziehungsweise die Highlights zumindest, konntest du sagen, dass er diesmal an den Interceptions nicht schuld war. Die eine war kurz vor der Halbzeit, wo es um alles ging. Ja, so hat wieder wieder im Fallen und allem. Ja, natürlich, klar. Also, aber und eine wurde ihm sogar noch zurückgenommen. Er musste ja Risiko gehen zu beiden Zeitpunkten, als er die Interception geworfen hat. Aber wenn du dann wirklich um dein Leben rennst irgendwo beim Ausbruch aus der Pocket, dann geht das entweder nur gut oder schlecht. Es gibt nichts dazwischen. Chris, willst du gerade, dass wir Mitleid irgendwie bekommen? Nö. Naja, man kann festhalten, die Saints bleiben eine Wundertüte. Also, da machen die so eine gute Performance gegen die Packers, gerade in der Defense. So, was kommt jetzt? Waren die gut oder waren die anderen schlecht? Genau, ja, das habe ich auch schon vermutet. Weiß man nicht. Es ist einfach bei den Packers, das ist die Südamerika-Krankheit einfach, glaube ich. Ne? Also, immer wenn es Richtung South geht mit den Spielen, dann. Ja, ist zu warm, ne? Ich glaube, war ja von den Saints, munkelt man ja deswegen extra gemacht worden. Also, ja,
In Charlotte war es, na gut, das ist jetzt die Saints gewesen. Die haben auf jeden Fall in Charlotte gespielt. Sorry. Ich glaube einfach daran, dass die Packers wirklich da aus irgendeinem Grunde gechoked haben, wer auch immer da tatsächlich für zuständig war. Und jetzt haben wir das wahre Leistungsvermögen von beiden Teams gesehen in diesem Spiel. Und Carolina ist einfach... Leistungsvermögen, sagt er. Gut formuliert hast du. Bitte. Lass es mal auf 4, Carolina auf 2. Und Carolina ist dann einfach den Touch besser, muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe nur, dass sich das auch so ein bisschen fortsetzt in der Art und Weise. Unterstreichen wir so. Hier sind die Standings. Als Übersicht nochmal heute auf Instagram auch rausgekommen. 2-0 der Super Bowl Champion, der amtierende. 2-0 die Panthers, 1-1 bei den Saints und wir sind mit 0-2 auf dem vierten Platz. Also drei Plätze bis zum ersten. Ach ja, die Division hat ja bloß vier Plätze. Gut. Wir räumen das Feld von hinten auf. Wir räumen das Feld von hinten auf oder wir bleiben da bis zum Ende. Wer weiß, wer weiß. Möchtest du noch was zu den Buccaneers sagen, Dominik? Vielleicht das Ergebnis des Wochenendes oder wollen wir das da einfach dabei belassen, dass wir das Spiel schon gesehen haben? Und du ohne quasi Anwalt überhaupt gar nichts mehr hier. Überhaupt ohne Anwalt gar nichts mehr. Okay, also bleiben wir gespannt. Ach so, hat jemand aus dem Kopf, gegen wen die Einzelnen spielen müssen jetzt? Ich glaube... Die Buccaneers gegen die Rams. Und sind bei den Buchmachern sogar nicht Favorit. Sicher? Ist das nicht Buccaneers Patriots jetzt diese Woche schon? Nein, es sind die Rams. Das erste Mal, dass NLA spielt, der gute Tommy. Na gut, Panthers, okay. Panthers, weißt du, die spielen jetzt Donnerstagnacht gegen Houston. Gegen Houston, so war das, wa? Okay, gut. Also, so viel zu der NFC South. Ja, es bleibt spannend. Ja, gehen wir auf die Auerfragen. Wir haben jetzt noch genau 9. Ja, und schauen wir mal, wie wir sie durchgehen. Ich werde sie mal so ein bisschen Potpourri-mäßig durchgehen, vielleicht auch hier und da doch mit Form und Ordnung. Aber fangen wir doch einfach mal oben an. Sind wir das momentan schlechteste 0-2-Team von allen? Nein. Einmal ein Nein. Wer steht denn noch 0-2? Soll ich aufzählen? Die Lions stehen 0-2. Ja. Jets, Lions, Vikings, Giants. Jaguars. Nee, wir sind nicht das Schlechteste. Nee. Indy? Mein Junge. Ja. Ja, will doch einer nur seine Prediction durchkriegen. Ja, deswegen. Da zahlen die Eagles für Colts doch gerne noch das Gehalt dieses Jahr weiter, wa? Für Wentz. Ja, meine ich, ja. Für die Colts zahlen die ja das Gehalt für Wentz. Ja. So rum. Ja, okay, also woran macht man das jetzt fest, das Schlechteste oder nicht Schlechteste? Ich weiß gar nicht, von den Punkten her. Naja, also Matt Ryan hat keine 4 Interceptions geworfen. Nee, er hat 3 geworfen. Also so viel besser ist es auch nicht. Nee, ja, aber also auch nicht viel schlechter als Wilson, ne? Daran, jetzt, da kann man es, glaube ich, nicht wegnehmen. Wenn ich mich jetzt festlegen will, dann sind es immer noch die Jets. Tut mir leid. Das war sehen es ja in Woche 5. Wir werden es in London sehen. Richtig. Ja, wir werden Not in gegen sehen. Elend. Ja. Im Übrigen auch hier nochmal die Ansage, wir sind mit der Green Gang, so nennen die sich quasi die Community quasi, die Green Gang Germany, da im engen Kontakt. Ich habe heute Morgen oder gestern war das von dem Knut, mit dem wir dann auch das Gespräch führen werden für den Preview-Talk an einem Mittwoch wahrscheinlich vor unserem Spiel. Er hat mir da auch nochmal was geschickt. Also die Green Gang UK organisiert auch was in London. Er meinte, vielleicht ist es auch was für euch. Wir wollen definitiv gucken, ob wir uns da nicht irgendwie auch zusammenkriegen quasi unter den Fan-Communities und da ein bisschen mit denen zusammen den Abend vielleicht verbringen. Am Samstag ist alles noch in Planung, aber nur nochmal, dass ihr das schon mal wisst. Da wird auf jeden Fall einiges schon gearbeitet im Hintergrund, damit wir dann, wenn wir in London sind, als geschlossene Gruppe vielleicht, wer Lust hat, da vielleicht ein großes Event draus machen. Nur die Falcons so UK planen auch verschiedene Sachen, habe ich mitbekommen, auch am Samstag. Am Samstag ist es relativ neu, ja. Sonntag auf jeden Fall ab 10 in einem Pub, ja, da geht es dann schon los mit Hoch die Tassen, ja, aber Samstag möglicherweise auch was, wir lassen uns mal überraschen. Was sind eure persönlichen Week 2 Overreactions? Was war das Größte eigentlich? Dominik lacht, erzähl mal. Nee, lieber nicht. Positive Overreaction, ja, Fowler kommt. So.
Voller kommt, okay, positiv. Was definieren denn Overreach? Was ist damit gemeint? Ja, Matt Ryan ist washed. Ja, das würde ich jetzt also so sagen. Das wollte ich gerade sagen, Mann. Nudelarm. Ja, Entschuldigung. Ja, er wollte es ja definiert wissen. Ja, oder ja, hast du noch eine andere? Hast du noch eine andere, Nico? Ne, da bin ich voll bei dir. So ein Quatsch zu labern jetzt schon. Oder tanken. Tanken zum Beispiel? Ja. Ist auch mies. Nee. Chris, ja, hast okay. du noch eine andere vielleicht? Ne, tanken gefällt mir schon. Ist schon eine, das ist schon für Woche 2 ist das schon eine ziemlich herbe Overreaction. Hm. Ich habe noch eine bessere. Können wir so einen Hashtag machen? Tank for Rattler. Gibt's schon. Wie damals bei den Dolphins, Tank for Tua. Das ging seit Woche 1 so. Ja. So, und wir holen uns jetzt den anderen Tango Valoa. Den so Bruder. Ja, stimmt. Den holen wir uns jetzt. Gibt es ja noch einen Quarterback auch? Der spielt auch gut. Ein Quarterback und ich glaube ein Fullback, ne? Ach, da ist noch einer. Quarterback-Tour, der spielt gut, der Bruder. Oh, okay. Eine andere Overreaction wäre jetzt vielleicht auch zu sagen, Arthur Smith und Terry Fontenot sind jetzt schon gescheitert. Böse Zungen behaupten sie jetzt schon. Ich habe was gelesen. Stimmt. Könnte man vielleicht auch meinen. We want Quinn back. Nächster Hashtag. Allgemein okay. So viel Mist gelesen am Sonntag. Wenn wir schon dabei sind bei Overreaction, dann könnte die nächste Frage passen. Wenn ihr könntet, welchen Draftpick 2021, also im April, würdet ihr gerne revidieren? Kann man da nach 2 Wochen schon sagen? Den wir gepickt haben? Nur den einen. Wir jetzt gepickt haben, Joker. Den wir uns ausgesucht hätten? Den wir gepickt haben. Okay. Das ist noch viel zu früh. Ja, es nee, ist zu, leg dich ist fest. Nee. Nichts ist zu früh. Also, was auch, ich leg mich jetzt hier gleich fest. So, dann Mayfield raus, Wyatt Davis rein. Davis ist dann wahrscheinlich ein anderer. Ist ein Guard bei den Vikings. Ich hab den gefeiert am College, deswegen hätte ich. Und der hätte jetzt in unsere Left Guard-Position so ideal reingepasst. Ja. Hätte man mal auf dich gehört. Hätte. Wäre Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Gibt es sonst noch jemanden, den wir nicht hätten nehmen sollen? Chris vielleicht? Dominik? Nee, ich war da schon bei Kevin. Es ist zwar irgendwie ungerecht, was in der Natur der Sache liegt, aber Mayfield ist vielleicht? Halt für die Position, an der er gepickt wird, noch ziemlich unfertig. Ja. Eben. Also, der Rest, ich guck mal kurz durch, was gedraftet hat. Darren Hall vielleicht noch, weil er bisher wirklich null Input bisher hatte, aber naja, er ist zumindest sagen, nicht negativ aufgefallen. Der Rest hatte auch keine Chance, irgendwie zu beweisen. Also Ogundeji noch gar nicht gesehen. Williams hat gut abgeliefert. Darby bis jetzt nicht viel dabei. Darby ist verletzt die ganze Zeit. Was ist da los? Ja, ist er in Stöckelschuhe unterwegs gewesen? Oder? Ja, weiß ich nicht. Alter Schwede. Achso, Chris, falls ich noch sagen wollte. Wenn der erste Return-Touchdown von Williams kommt, ich bitte um das Boise-State-Shirt hier die ganze Zeit im Trocken. Aber sowas von. Das sehr liegt schön, schon sehr bereit schön. Hier. Liegt schon bereit, sehr gut, sehr gut. Nein, ich glaube, was der Autor, man kann das schon so ein bisschen eingrenzen, dass es auf jeden Fall ein Mann war, vielleicht hervorrufen wollte, ist, dass wir sagen, Pitts hätte nicht gedraftet werden wollen, wir hätten Justin Fields nehmen sollen. Sascha? Ich sage keine Namen. Ich sage keine netter Namen. Netter Versuch. Ja, netter Versuch, Sascha. Ich sage keine Namen. Mann, ich hoffe, er gewinnt im Tippspiel. Wenn nicht, gar nichts drauf, der Typ. Danke. gut, okay, haken wir das ab. Was wollt ihr aus Woche 2 im nächsten Spiel sehen? Was wollt ihr aus Woche 2 im nächsten Spiel definitiv sehen? Könnt ihr ja sagen, was ich nicht sehen will. Das ist also, nicht die Frage. Nein, die Frage war anders. Hör auf, jedes Mal wie Leute, die ins Restaurant gehen und sagen, Gericht Nummer 47, aber bitte mit Champignon statt Pommes und mit Ketchup statt Senf. Ja, die Frage ist so, bitte beantworten. Ja gut, dann sag ich dir, was ich sehen will. Ich möchte einen Touchdown sehen von Corey Patterson, aber nicht von Patterson, sondern von Pitts. So. Aber. Ja, den gab es aber nicht. Frage nicht richtig beantwortet. Ja, ey. Ich habe so gemacht, wie er es gesagt hat jetzt. Und außerdem Pommes hier und Champignons hier unten. Man tauscht nicht Pommes für Champignons. Echt mal, was ist denn hier los? Also, was wollt ihr sehen, dass wir in Woche 2 Ich möchte ganz klar sehen, mehr Blitze, mehr Aggressivität. Das ist die Frage nicht. Ich möchte nochmal diesen Spielzug sehen von Cordero Patterson, wo wir wirklich mit der ganzen O-Line links rausgescrammelt sind. Jetzt verstehe ich. Die vorgeblockt haben. Das würde ich gerne nochmal sehen. Sah gut aus. Sah gut aus. Okay, wunderbar. Ich möchte sehen, dass Terrell ein paar Pässe verteidigt.
Ey, Nico, ey, wirklich. Okay. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Zweimal muss man ihn nicht machen. Sollen wir ihn jetzt muten? Ja, ist es ja. Soweit? Ja. Weg. Ey, er hat das doch gemacht, Sonntag. Der hat zwei Pässe verteidigt. Was ist denn? Dann hier, formuliere den Satz bitte um. Wir haben es, also das ist eine schwierige Frage. Ich werde den Autor auch schreiben und nicht entschuldigen, dass die. Ja. Sorry, fünf Vollidioten, wir können die Frage nicht beantworten. Vier, nicht fünf, vier bitte. Das nehme ich gar nicht rein. Intelligenz, ja. Quotient ist nicht hoch genug dafür. Na. Gut, okay, darauf antworten wir jetzt nicht. Also, Sascha ist mit drin und er schreibt zu offensichtlich, also Sascha war es definitiv nicht. Hier wird auf jeden Fall gefragt oder gesagt, Fake News. Ja, vielleicht wäre das ein Hinweis, ich weiß es nicht, aber von daher, in Week 3 will ich AJ Terrell wieder fliegen sehen. Ja, das ist die richtige Antwort. Das ist, also, wir haben auch noch welche in der Community, die auf jeden Fall mehr Grips haben als die Suppenkasper hier, die vier. Ja, danke, dass ihr das Niveau hier nochmal gerettet habt. Ja, großartig. Jetzt weiß ich endlich, wozu die Mütze gut ist. Eben. Interessante Frage, vielleicht kann uns das unser Zahlmeister beantworten. Ich könnte sie jetzt auf ad hoc jetzt nicht beantworten, müsste ich mich reinlesen. Könnte Ryan theoretisch einen Paycut wie Fowler machen oder geht das bei ihm nicht? Wie ist denn das? Der hat schon einiges an Safe Money bekommen. Das ist egal, das würde trotzdem der kann ja, sein Vertrag kann immer restructuren. Das ist vollkommen egal. Er kann auch einfach sagen, er nimmt nur noch sein Base Salary und den Rest wirft er weg. Ist ja sein Vertrag. Den Signing Bonus, den kriegt er nicht weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da in seinen Signing Bonus ist. Der ist ja festgelegt, sagt Tag 1 seit Unterschrift. Mhm. Den wird er nicht loswerden können. Aber sein Salary, den kann er, also, ist ja jedem selbst überlassen, aber also ich würde an seiner Stelle nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Weil warum? Er hat 3 Jahre von 5 erst ausgespielt. Oder würde er jetzt ausspielen, so rum. Ist ja nicht sein Problem, ja, dass sein Vertrag immer gebackloadet wurde. Da hat er ja nichts mit zu tun. Weil ich sage nochmal ganz ehrlich, sein Vertrag ist nicht teuer, wenn man sich alle anderen. Er ist, glaube ich, nicht mal mehr in der Top 10 vom Average per Year. Und das ist krass. Der war mal der bestbezahlte Spieler, ja, für 2 Wochen, bis Aaron Rodgers kam. Mhm. Das ist krass, ja, und jetzt nicht mal mehr Top 10. Ja, wenn Inflation, Leute, Inflation. Trotzdem sind wir pleite. Ja, woran das aber liegt. Aber woran liegt's? Nicht an Ryan. Ja, ich weiß. Woran hatte ich gelegen? Ne? Kevin hat das mal gesagt, richtigerweise zu viel Geld in zu viel Mittelmäßigkeit. Ja, und diese Verträge backloaden in so Maß, das ist einfach falsch. Also, wer übrigens sagt, der ist überbezahlt, Jared Goff verdient im Jahr mehr als Ryan im Schnitt. Also so. Schöner Vergleich. So. Ja, das Problem ist, dass wir die Mittelmäßigkeit ja auch immer noch zahlen, muss man auch immer noch dran denken, ne? Wir haben... Wo sie nicht mehr bei uns spielt. Wie viel Dead Cap, den wir zahlen? Wie viel ist das 20. Oder 20 Millionen, Mann, das war? Also über 20. Das ist krass viel, Mann. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, weil vielleicht da in der Frage so ein bisschen impliziert wird, so naja, er verdient ja so viel, jetzt macht doch mal was, damit das Team endlich mal mehr Success hat. Letztlich so ein bisschen wahrscheinlich auch anspielend auf Tom Brady, der ja so immer so viel quasi fürs Team gemacht hat. Ich denke auch, also Ryan kann man das jetzt nicht anlassen, der hat einen festen Vertrag gehabt und dann ist das immer weiter nach hinten geschoben worden. Nein, also jemand, der jetzt 14 Jahre mit dabei ist, der kann sich da ausbezahlen lassen. Also fände ich jetzt auch nicht schlimm. Ist jetzt sowieso so, können wir jetzt nicht ändern. Was schreibt hier? Beast ist mit drin. Guten Tag, Beast. Schöne Grüße nach Berlin. Was? Gurkenkopf verdient mehr als Matty Eis? Die armen Gurken. Ja, ich weiß nicht, ob die in einem Satz genannt werden wollen mit Goff. Von daher entschuldigen wir uns für alle. Ach so, Wentz übrigens auch. Jetzt ja nicht nur auf Goff rumreiten. Wentz verdient auch. Gurken viel schlimmer. Ja, also. Gurken sind keine Rudeltiere, ne? Nein, die armen Gurken. Ja, so ist das. Also nicht mal Top 10 mehr, ja. Das ist ja, was sind wir eigentlich noch? Nicht mal Top 10, ja. Aber wir haben den bestbezahlten Tight End, glaube ich. Oder? Also wir sind 4 in der NFC South. Zumindest in Average. Wo haben wir denn den besten Tight End? Was ist mit auch nicht im Average. Da war doch was. Aber irgendwas war bei Pitts. Aber bei Pitts war irgendwas. War der heiße Tight End. Sein garantiertes vielleicht, weil er ja voll garantierten Vertrag hat. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil irgendwas in irgendeiner Kategorie war er Nummer 1. Irgendein Tight End hat doch richtig. Hier, Andrews. Müssen wir oft, also bin mir sicher, dass der von Ravens, vielleicht. Der hat ja so einen richtig dicken gekriegt. Aber Average hat Pitts, glaube ich, 9. Ja, und das ist nicht top. Das ist nicht top, das stimmt. Nö. Gut, also Matt Ryan wird es nicht machen, wäre auch dumm,
glaube ich. Jo. Das ist, ja. Butter bei die Fische. Seid ihr bis jetzt zufrieden mit der Arbeit von Arthur Smith? Nein. Also jetzt, also wenn ich jetzt zwischen Ja und Nein entscheiden muss, sage ich Nein. Nein. Nico? Von dem, was man sich von der Offseason erwartet hat und dadurch, dass die Starter ja in der Preseason nicht rangelassen wurden und insgesamt so viel Geheimniskrämerei betrieben wurde um das neue Spielsystem, bin ich gerade nicht zufrieden, nein. Was hast du denn erwartet? 17-0? Was ich erwartet habe? Nein, das habe ich nicht erwartet. Ich habe zumindest erwartet, dass wir mal einen First Down bekommen beim ersten Anlauf. Ein First Down? Wir haben doch First Downs gemacht, oder? Aber erst meistens ganz oft in der Third Down Conversion. Kevin, dein Satz. Das Pferd. Das geht nur so, wie es muss. Nein, aber... Ey, komm, ihr wisst, wie ich das meine, bitte. Gurken, Pferde, was ist aus diesem Kanal geworden? Ja, ich verstehe es nicht. Und vor allem wo sind die dicken Brüste? Wo sind die dicken Brüste? Ja, ja, da kommen genau, das waren noch Zeiten, ne? Ja. Das waren noch Zeiten, als unsere Titel dicke Brüste hießen. Ja, ihr könnt gerne mal in unserem YouTube-Kanal ein bisschen runterscrollen. Da werdet ihr auf jeden Fall finden. Der Facebook-User, wir können es leider immer noch nicht sehen. Kleiner Appell, wenn ihr möchtet, nutzt den Link in der Beschreibung auf Facebook in der privaten Gruppe. Dann könnt ihr das nämlich freischalten. Dann würden wir nämlich auch hier sehen, wer mit uns spricht. Aber ich lese es mal vor. Es ist aber eine super Verbesserung von Week 1 auf Week 2 und das kann viel auf Arthur Smith, kann viel an Arthur Smith liegen. Ja, also von daher gut. Ja, also da höre ich mehr so ein Zufrieden raus. Grüße. Hast du recht. Ja, da höre ich mehr so ein Zufrieden raus. Ja, ja, ist noch nicht die Sahne vom Ei. So hieß auch mal ein Titel bei uns, oder? Es ist noch nicht die Sahne vom Ei. Ja, wir sind noch im im Anfahrmodus. Na gut, okay. Ja, das und außerdem stirbt die Hoffnung zuletzt. Das war jetzt sowieso. Sowieso. Gibt's das dafür, war jetzt Regular Season Week 1, ist Preseason gerade erst vorbei. Also. Stimmt, wir haben ja eigentlich 4 Wochen, ist richtig. Ja, dafür haben wir auch 17 Spiele. Ich kann euch garantieren, unser Spiel wird noch viel mehr Sexappeal kriegen. Oh, sexy? Oh. Wird sexy? Ich sage immer wieder, in peace we trust. Ja, in peace we trust. Also wenn es sexy werden soll, dann mache ich jetzt einen Appell. Spielt bitte Unicolor. Ja, ich verstehe nicht, warum wir in diesen Schwarz-Weiß-Dingern spielen. Ja, ist jetzt nicht so schlecht, aber All Black, All White, hallo, was ist da los? Ja, warum spielen wir nicht in All, immer diesen Mischmasch? Ja, das haben wir letzte Saison schon so oft gemacht. Nein. Ja, ja, hast du recht. Du hast Sorgen, ey. Ich habe Sorgen, natürlich. Hallo? Das ja, immer, wenn verlieren, dann in Style, ne? Genau. Ja. Ich meine, typisches Schwarz-Weiß-Denken. Nein. Jeder, der Football gespielt hat, weiß, dass die, dass der Mannschaftsteil der DBs, ja, der Safeties und der Cornerbacks ein ganz besonderer ist, so, ja. Und unser Motto war immer, scheißegal, wie wir spielen, Hauptsache, wir sehen geil aus, ja. Und das ist etwas, was im Football wesentlich ist, ja. Wenn du schon auf die Fresse kriegst, Nico hat's gesagt, ja, dann muss es wenigstens gut aussehen dabei. Denk auch mal an die Fotos, ja, ja, die Familie, fürs Familienalbum, muss doch alles mal. Vielleicht ist nicht nur die Nummer für Brady verwirren, sondern auch die, die Farbgebung. Ne? Ich möchte nur dazu sagen, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich sehe in allem gut aus. Also. Kevin, nur in der Cap nicht. Gut aussehen taten übrigens auch die Sex gegen die Brady bekommen haben. Und lustigerweise haben die Sex zwei Spieler gemacht, der eine mit der Nummer 3, der andere mit der Nummer 6. Und das sind ja, glaube ich, nach neuem Nummervergabesystem sehr unordinäre Nummern für die Position. Irgendwas habe ich da gelesen. Justin Felder von Fox 5 Atlanta. Ja, ich weiß nicht mehr, wer es ist. Er hat es gepostet und hat gesagt, so, also wären die alten Nummern noch gewesen, ja, hätte, wäre das also Tom Brady nicht passiert. Das muss definitiv an den Nummern gelegen haben. Ja, sehr geiler Tweet. Ja, habe ich definitiv auch gefeiert. Großartig. Was haben wir noch? Nach 2 Spielen, euer Überraschungsteams oder eure Überraschungsteams positiv wie negativ? Nach 2 Spielen allgemein jetzt auf die NFL jetzt gesehen. Titans, sehr negativ. Sehr negativ, Titans? Normalerweise müssten die 0-2 stehen. Ich sag Texans, positiv. Oh, gehe ich mit. Das hätte, glaube ich, also hatte ich gerade mal.
knapp gewonnen oder verloren gegen die Browns. Ja, hätte sich Tyrod Taylor, glaube ich, nicht verletzt, hätten die Browns auf jeden Fall zu beißen gehabt. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Komm, ich nenne einfach mal die Panthers, die haben es verdient. Positiv. Positiv? Haben wir ja erwartet eigentlich. Ja, ja. So gut und stabil, wie die geworden sind, doch in den ersten beiden Partien hätten sie, glaube ich, nicht so viele gesehen. Auch ein Sam Darnold nicht. Und das du sagst es ja nur, weil sie gegen die Saints weggeblasen haben. Ja, auch natürlich. Ja. Immer schön drauf. Chris? Ja, negativ die Vikings, würde ich sagen. Die sind so eine krasse Wundertüte, finde ich. Ja. Die Vikings, okay, ja, gut. Positiv, ja, eigentlich. Also ich sag mal, dass die Patriots mit Mac Jones eigentlich gut dastehen. Fand ich auch eher überraschend. Der macht sich nicht schlecht, oder? Ja. Der Big Mac Jones. Ja. Kennt ihr das Bild, wo er gegenübergestellt wird mit Cam Newton? Cam Newton in Shredded, Athletic Six oder was sind das? Ich glaube 12-Pack Bauchmuskeln, ja, jede einzelne Muskelsträhne zu sehen und daneben Flash Clops, ja. Mac Jones. Ja, habe ich immer nur kommentiert. Krasse Maschine, krasser Körper, dieser Typ. Cam Newton sieht auch ganz gut aus. Ja, aber das mal andersrum betrachtet. Wie reingeboren in ein System kann man eigentlich sein? Wie Big Mac bei Patriots. Ja. Ja, das ist richtig. Missing Link. Ja. Ich hab noch ein Überraschungsteam. Die Philadelphia Eagles. Für mich sehr, sehr gut. Aber okay. Gegen die 49ers offensiv dann auch wieder ein bisschen. Ja, aber 49ers haben auch eine Top-Defense. Und gegen wen haben sie das erste Spiel nochmal gewonnen? Warte mal, die Herausrage. Es war herausragend outgecoacht, doch. Jan, die Colts negativ sich in den Kommentaren. Also. Da hat Dominik doch schon vor Jahren gesagt, dass wir ja, so also das ist aber dafür hat er recht mit den Raiders gehabt. Dafür hat er recht mit den Raiders gehabt. Raiders, ja. Ja. Hier nochmal positiv die Raiders. Ja, Derek Rampen Carr, glaube ich, momentan 800 Yards hat er schon gemacht, über 800 Yards. Raiders. Der hat gut geliefert, ja. Ich habe ihn schön auf der Bank gelassen. Riesig gehört. Ja. Ich habe auch einige Spiele auf der Bank gelassen, aber das ist was anderes. Hab trotzdem gegen Sascha gewonnen. Ich hatte Pittman auf der Bank ja wieder abgeliefert als Receiver. Auch überraschend. Von den Colts. Da lacht der Jan, da lacht allein. Wir haben ein bisschen Verzug leider, sehe ich hier gerade parallel zu YouTube. Das müssten mindestens so 15 Sekunden sein. Nein. Entschuldigt, wenn wir so ein bisschen hinterher sind mit einigen Sachen. Aber gut, Überraschungsteams haben wir durch. Eine kurze Frage, sehen wir die ersten Sieg gegen die Giants jetzt am Wochenende? Wird gefragt. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nein. Ja. Einmal ja. Chris? Nein. Nein. Nico? Nein. Da bist du leider Dominik alleine, selbst Dominik, was ich, wenn ich jetzt ja sagen würde. aber, ja, doch, ja, also ich hoffe sehr, aber ich hoffe dadurch, dass ich jetzt Nein sage, dass die Vikings mich dafür bestrafen werden. Also, ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir hören und dann sagen, ja, den Nico. Das kann auch sein. Nee, ich habe jetzt so gehofft, ich sage jetzt Nein und dann hören die Vikings das vielleicht irgendwie und dann sagen die, sie hat den Nico, den zeigen wir jetzt richtig und dann. Du glaubst, weil ich nicht im Stadion bin, dass sie dann gewinnen oder so. Ja, du meinst, diese Geschichte passiert dann. Pass auf, was du sagst, wir fesseln dich noch in London. Probier's. Am Laternenfass. Ja? Probier's. Laternenfass, ne? Ja. Probier's. Ja. Oder du kriegst ein Jetstrikot an. Eins und meinen. Kein Problem. okay, halt mir fest. So, gut. Letzte Frage. Etwas länger noch. Ich lese sie mal vor. Arthur Smith hat als OC tolle Arbeit geleistet. Welche seiner Qualitäten kann er auch als Head Coach einbringen und in welchen wichtigen Bereichen muss er sich zusätzlich noch beweisen? Wie seht ihr ihn und seine Entwicklung bislang? Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen kramen, Titans-Zeiten, ja, wie er da gespielt hat. Und die Qualitäten so ein bisschen raussuchen. Ja, uns schwebt ja den meisten wahrscheinlich auch noch dieses Ravens-Game vor. Was war das? Divisional Playoffs? War es Divisional? Mhm. Ja, wo er ja nicht so gut adaptiert hat. Mhm. Ja, von daher das so als Negativgeschichte. Aber was ist so der positive Aspekt? Wir wollen ja die Frage jetzt hier nicht verwurschten. Der positive Aspekt. Was finden wir da? Jetzt nur vom Play-Calling? Oder Qualitäten. Generell? Qualitäten. Also, es wird gefragt nach Qualitäten. Play-Calling fällt mir auch immer bei den Titans ein, seine Play-Action-Pässe, die deep gehen auf AJ Brown, der hat da teilweise so geile Dinger mit dabei gehabt. Und sonst seine Motivationsfähigkeit gefällt mir, seine Körpersprache. Das stimmt. Ja, Gage, geh runter.
Ja. Ja, ja. Ich rezitiere mal. Congratulations, you got 2 fucking yards on for a fucking party. Eben. Ja, na, du sprichst Trainingslager an, wo die Offense 2 ja, Yards geholt hat und dann dementsprechend abgefeiert hat. Ich würde mal sehen, so im Mic-Up oder so, ob er da irgendwie mal abgeht jetzt an der Sideline. Ich habe es gar nicht mitbekommen, letztes Beispiel, muss ich sagen. Ob er da auch mal so einen kleinen Ausbruch hatte einiger Zeit. Er wirkte sehr gelassen. Die Kamera ist nicht immer drauf. Richtig, deswegen, ich habe noch nichts gesehen. Der ist schon Action, er trägt immer das graue Käppi. Ich habe schon gesagt, ich glaube, das ist der Anti-Glücksbringer. Ja, er sollte das graue Käppi mal wechseln. Ja, ja, wir schreiben ihm mal. Wir schicken mal von uns. Was er sich auf jeden Fall abgewöhnen muss, ist, dass er keinen Derrick Henry mehr hat. Wenn ich sehe, wie Derrick Henry im 4. Quarter am Sonntag die Titans alleine getragen hat, der wurde gar nicht mehr geworfen. Tannehill hat er nicht mehr geworfen. Ab dem 4. Quarter. Und der marschiert da durch, dieser Typ. Das ist so ein Monster. Es tut mir wirklich leid. Und den haben wir halt nun mal nicht. Ne? Diese Outside-Runs sehen viel besser aus. Ja. Aber auch bei uns, wenn wir sie anbringen. Sahen ja nicht schlecht aus. Outside. Nee, den meine ich ja. Bei uns sehen die Outside-Runs viel besser aus. Und nicht so wie Henry, schick halt durch. Ne? Gib ihm. Klappt nicht. Naja. Gut. Chris hat noch nicht gesagt. Entschuldigung. Auch, mir gefällt eigentlich, dass er viele verkrustete Strukturen aufbricht. Dass er, ich sag mal jetzt zum Beispiel diese Pre-Snap-Motion-Geschichte, dass da einfach viele Sachen tatsächlich auch in Bewegung geraten, die vorher jahrelang wie erstarrt schienen. Wir hoffen auf mehr. Ja, wie gesagt, dieses Wochenende 23% plus Play-Action. Plays, ja, gut, ist jetzt nicht das gleiche wie Preset Motion, aber die Stärken nicht so ganz ausgespielt, warum auch immer. Egal, okay. Bevor wir in die letzte Runde gehen, Nico, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir uns dann verabschieden? Nein. Nein? Nein. Ich habe ein wunderschönes... Sag noch mal in die Kamera. Ja doch, ihr werdet noch was los. Ich habe ein wunderschönes T-Shirt an, Leute, seht ihr das? Ja. Das sieht gut aus. Was ist denn das? Ja, das ist von unserem Falcons-Fanshop, Atlanta Falcons Germany. Oh. Frisch gegönnt vom Dominik letzte Woche. Ja, nachdem er gegen mich im Tippen verloren hat, wollte ich ihm was Gutes tun. Und hat mir da dieses herrliche Design mit diesem fantastischen Rot geholt. Also der Adler, der seine Schwingen aufschwingt, ja. Und nicht nur den Kopf. Kann ich meinen Kopf dazu. Oh, jetzt lagst du. Jetzt ist ein bisschen. Vorbei. Ja, also jetzt, ich finde es tatsächlich doch. Overloaded. Ist echt so, das war ein bisschen zu viel Schmeichelein. Das war ein bisschen zu viel Schmeichelein, da hat sich jemand eingehackt. Ja, aber du hast recht. Du hast recht, wir zeigen das nochmal. Und zwar findet ihr ja bei uns auf der Seite und der Shop ja im Grunde genommen alle möglichen Muster bzw. Motive, die man dann mit diesen Farben kombinieren kann. Hier haben wir ein bisschen erklärt, auch die Druckarten, ob Direktdruck und in dem Falle Atmungsaktiver oder du hast jetzt einen Foliendruck drauf, dieses Digiflex, ja. Soweit ich es erkennen kann. Ja, und was wir dann alles haben. T-Shirts, Hoodies, ja, wir haben verschiedene Hoodie-Sorten hier. Ja, wir haben auch diese College-Jacken, wie man sie nennt. Ja, und dann hier auch ein bisschen über die Preise. Da auch nochmal für alle, die Lust haben. Das ist ein absolut Non-Profit-Projekt von uns. Ja, wir haben nichts damit zu tun in dem Sinne, dass wir irgendwie Geld kriegen, sondern es ist wirklich der reine Preis, den ihr im Shop zu zahlen habt. Ja, also wenn ihr Bock habt und gerade jetzt für London auch, ja, für diejenigen, die nach London kommen, ja, holt euch doch nochmal irgendwie, ja, so ein Shirt. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus, wenn wir da alle mit unseren Flaggen und dann den T-Shirts rumrennen. Kann man nur empfehlen, bei uns auf der Seite oben auf dem Reiter, ziemlich weit rechts, ich zumindest. Ich muss auch sagen, ich zu finden. Finde die Qualität erstmal sehr Pullover brauchen. Ja, man kann auch Langarm-Shirt. Langarm-Shirt runter, dann T-Shirt. Mache ich das wahrscheinlich. Auch mit dem Stadion Langarm-Shirt runter. Aber ich finde die Qualität sehr gut und ich mag auch diese rote Farbe. Das knallige Rot, absolut genial. Ja. Und ich wollte mal was Gescheites zum Anziehen haben hier für den Podcast. Endlich. Nur muss ja gut repräsentieren. Ja, einheitliches Outfit. Ist wichtig. 38 Folgen haben wir uns gequält, aber jetzt endlich hast du das rote Shirt und siehst gut aus. Endlich habe ich mir herangesetzt und das bestellt. Fantastic. Großartig. Super. Jungs, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein heute, für euren Input, für diese
Meinungs, wie sagt man, nicht Differenzen, Vielfalt? Aber Vielfalt, Dankeschön, hat uns auf jeden Fall viel gebracht, haben wir viel gelernt von uns allen letztlich. Ja, danke auch alle, die in den Kommentaren gesessen haben und ihren Input gebracht haben. Danke an alle, die uns bei Aua quasi auf Instagram hier unterstützt haben und unsere Ask Us Anything-Fragen gestellt haben. Großartig, welche Anzahl wir da schon bereits erreicht haben. Es ist auf jeden Fall top für die Show auch. Und coole von daher, Fragen waren sehr gute Fragen Wochen dabei, oder? Definitiv. Ja. Wir werden sie auch alle beantworten. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ja, können wir nur verbleiben mit, ja, bleibt gesund, bleibt uns treu. Haut nochmal einen Like-Button, ja, oder ein Abo drauf. Ja, bleibt uns treu. Freitag 16.30 Uhr mit den Big Blue Germany von den Giants, ja, der nächste Talk in dieser Woche und spätestens dann sehen wir uns nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt Happy Tuesday, liebe Atlanta Falcons Germany. In diesem Sinne, Dirty Birds, so heißt der Hashtag jetzt neuerdings, nicht mehr Rise Up, sondern Dirty Birds. Ja, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Bis dann, ciao.